Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Super. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich wollte nur diese 2, 3 Minuten mal nutzen. Mein Name ist übrigens Christian Schlegel. Ich wollte das mal nutzen, ob man mich gut hören kann. So einen kleinen Akustik-Chat. Ihr habt irgendwo die Möglichkeit, ich habe natürlich eine andere Version hier, wo ihr reinschreiben könnt, ja, geht, funktioniert oder so. Vielleicht könnt ihr mal 2, 3 reinschreiben, ob das alles funktioniert. Dann weiß ich, ja, ist das so gut. Also, jetzt sehe ich natürlich die Fragen nur so um 2 Wörter. Moment, wie mache ich denn das jetzt? Ah, okay, da geht. Schöner dritter Advent. Salve Cäsar. Ja, hört sich sehr gut an, wunderbar. Ton und Bild perfekt. Ja, passt. Guten Abend. Top. So, Ilja, sehr gut. André, jo, alles gut. Das reicht dann schon. Ich denke, dann kriegen das alle mit. Grüße aus Dresden. Ach, herrlich. Wunderbar. Die Daniela ist auch da. Ich werde nicht auf Kölsch reden. Das kann ich nämlich nicht. Ach, ich freue mich total. Es sind echt einige hundert. Finde ich super. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Also wir haben 17 Uhr. Ich muss gerade mal schauen, wie viele jetzt schon drin sind, dass ich das weiß. Oh, es füllt sich. Ja, ich denke schon, der eine oder andere hat es genutzt als Ausrede zum Schneeschippen. Aber tatsächlich, also hier in Minger, also in der bayerischen Landeshauptstadt, gibt es keinen Schnee. Hier ist sogar relativ warm. Ich freue mich sehr drauf. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe das gemacht, weil ich bekomme so viel PNs über Facebook und auch Mails. Wie funktioniert die? Wie funktioniert das? Und das hat wirklich viel Zeit gekostet oder kostet immer noch viel Zeit. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt dieses Webinar mal. Das ist praktisch mein Weihnachtsgeschenk an euch. Viele von euch kennen mich und ich kenne auch sehr viele von euch persönlich. Wer hier eine ausgefeilte Wortakrobatik erwartet, der darf bitte zum, sagen wir mal, Dirk Müller gehen. Da ist es anders. Ich rede so, wie es mir einfällt. Und also insgesamt relativ locker. Ich will, dass ihr hier Spaß habt. Ich möchte nicht dozieren. Dozieren ist für mich das Schlimmste. Das mag ich gar nicht. Und ich habe jetzt mal 90 Minuten hier festgelegt. Wenn es 120 Minuten werden, ist das auch nicht schlimm. Ich möchte, dass möglichst viele Fragen beantwortet sind. So, da kommt also alles, klappt noch. Heidelberg ist auch da. Ja, wir haben, das Ding geht fast um die Welt. Ich weiß, es kommt noch jemand aus Fidschi rein. Wir haben in Europa fast jedes Land. Irgendwo Neuseelands noch einer. Da weiß ich aber noch nicht, ob der schon da ist oder nicht, weil die haben eine ganz andere Zeit. Es ist die Schulklasse aus Indien dabei. Das finde ich als absolut irre. Die folgen mir seit, ich glaube, 2 Jahren über die YouTube-Filme. Namaskar, Kese Hey. Und machen das irgendwie in ihrem Wirtschaftsunterricht. 17:02, also um 17:05 werde ich richtig starten. Die Zeit gebt mir noch. Ihr seht hier den kleinen roten Faden. Der ist im höchsten Maße flexibel. Also es sind wirklich nur ein paar Punkte, die ich gemacht habe. Ich habe mir hier noch einiges aufgeschrieben. Ich habe, seht ihr hier am linken Rand, alle möglichen kleinen Icons, die ich dann groß mache. Also will möglichst viel rüberbringen. Und das in meiner gewohnten Art. Oder wie sagt das die deutsche Börse? Wie hat es neulich geschrieben? Handfest und, die hat nicht geschrieben, lustig, aber irgendwas in der Art hat die geschrieben. Die Edda fand ich auch sehr nett. Mal gucken, wie weit sich das jetzt hier schon füllt. Oh ja, naja, uiuiui. Sehr gut. Also. Dann geben wir noch die 2 Minuten. Ich habe hier mein Wasser. Wir werden uns über alles Mögliche unterhalten. Was ich natürlich nicht sagen darf, ist der mit Händen schlecht. Ich sage halt die ich nehme und warum ich sie nehme. Wo die Vorteile sind. Da fangen wir jetzt gleich mal an. Ich mache euch einen Buchvorschlag. Beginne die Mathematik rein, in die Marktanteile. Ich zeige euch Optionsstrategien. Wir werden das hier aufzeichnen, ja, aber ich habe da wenig Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass der Mario Lüdemann mir den Jan Krengel zur Seite gestellt hat. Und dadurch hoffe ich, dass das alles klappen wird. Der Mario ist so freundlich und hat dieses GoTo-Webinar hier zur Verfügung gestellt. Vielen Dank hier nochmal an dieser Stelle. Er macht, und da bin ich vielleicht auch dabei im Februar. Wahrscheinlich wird es wieder virtuell sein, so ein Rendite Unlimited. Das ist sehr, sehr gut besucht, muss ich sagen. Ich bin ja eher eine Rampensau. Also ich stehe gern auf einer Messe oder wo auch immer.
Am Montag habe ich ein Webinar gehalten für die Capital Markets Academy der Deutschen Börse. Es waren 5 Stunden, da war ich platt hinterher. Da war ich, das ist einfach 5 Stunden nur so gegen Bildschirm sprechen. Das ist irgendwie, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag es lieber zu sehen, wenn die Leute langsam wegkippen, wenn sie müde werden, wenn sie eine Pause brauchen, wenn sie eine Frage haben, wenn sie irgendwo nicht folgen können. Und das sieht man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Okay, jetzt nochmal reinschauen. Jawohl. Gut, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, dann fange ich an. Dann muss ich jetzt hier drauf drücken. Also, dann kommt jetzt nochmal die offizielle Begrüßung. Ich wünsche euch alles Gute. Salve a tutti. Wir haben die nächsten 90 Minuten oder von mir aus auch 120 Minuten, will ich euch möglichst viel über Optionsscheine, über K.O.-Scheine, Zertifikate sagen, dass ihr möglichst viel wisst. Ich habe hier so diesen roten Leitfaden, hatte ich eben schon mal gesagt. Der ist im höchsten Maße flexibel. Wir können also da, ich will versuchen, möglichst jede Frage zu beantworten. Und ich muss halt ab und zu mal hier unten schauen. Ich habe hier so ein kleines Kästchen. Was ist das? Hast du am Ende ein kleines elektronisches Handout oder muss ich mitschreiben? Ja gut, also wir werden es aufzeichnen. Deswegen, ihr könnt natürlich gerne mitschreiben, klar, logisch. Aber also ich werde es aufzeichnen und wir müssen jetzt überlegen. Wahrscheinlich zeigen wir es auf meiner Homepage oder YouTube oder auf Marios Homepage. Müssen wir mal schauen. Okay, ich mache jetzt mal meine Kamera aus, weil mich müsst ihr wirklich nicht sehen. Ich bin irgendwie todmüde. So, da. Wir sind natürlich alle geschockt jetzt von diesen ganzen Lockdown-Geschichten und ich weiß, viele überlegen sich, wie das ist am Weihnachten. Muss ich auch. Wird man sich das Webinar im Nachhinein nochmal ansehen können? Fürchte, im ersten Ansehen wird mir nicht alles klar sein. Also ich habe eigentlich schon die Eigenschaft, Michael, das gut zu erklären. Aber ja, also nochmal, wir machen eine Aufzeichnung und mal schauen, wo wir die dann finden. Also, wir beginnen mit dem Wort Grundbegriffe. Und was ich mache, ich erzähle euch dazu was und dann könnt ihr dann hinterher die Fragen stellen. Ich will nicht immer das, was ich sage, unterbrechen. Also, was ist also Grundbegriffe? Fangen wir mal damit an. Grundbegriffe. Hiermit. Das ist erstmal, ich sitze natürlich jetzt hier vor einem sehr großen Mac. Ich versuche das mal größer zu machen. So. Hebelprodukte nach Produktkategorien. Ich bin farbenblind, aber ich weiß, dass das hier ist der größte Anteil. Das sind die Optionsscheine, normale Optionsscheine mit Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Denen unterliegt das gesamte griechische Alphabet, Zeitwertverfall, Zinssatzänderung und. Ist im Prinzip sehr kompliziert. Das kann man nicht so ohne weiteres alles begreifen. Wie oft habe ich das schon gehört? Oh, ich habe einen Put gekauft, der Markt geht runter und der Put ist weniger wert. Ja, das hängt mit der Put-Call-Parität zusammen. Komme ich vielleicht nachher auch noch mal ganz kurz drauf. Worum es mir geht, ist der Anteil der Knockout-Produkte. Das ist das, worum es hier in den nächsten Minuten gehen wird, ist im Moment bei 34,4%. Der war schon deutlich höher. Seit Ende Februar haben die Optionsscheine, die reinen Optionsscheine, eine gewisse Renaissance erfahren. Ein reiner Optionsschein ist zum Beispiel, die Siemens sind bei 114, ihr kauft eine Basis von 100. Bei einem Knockout würde dann, wenn der Kurs runtergeht, auf 100 bezahlt, der würde sterben und bei einem normalen Optionsschein lebt der noch, solange die Laufzeit ist. Deswegen kann man ja trotzdem vorher kaufen, verkaufen, alles Mögliche mitmachen. Aber auch wenn die Siemens-Aktie bei 50 ist, lebt der weiter. Der Hintergrund ist einfach der, viele Bewegungen in diesem Jahr waren so brutal. Nehmen wir mal die SAP von neulich, ja, 22%. Ja, da ist ein Knockout, die sterben. Das sind richtig viele. Deswegen im Moment hat also der die Optionsscheine haben, also Faktorzertifikate, ich habe es in meinem Leben noch nie gehandelt. Ja. Was machen wir gerne, aber Optionsscheine haben so eine gewisse Renaissance. Hängt auch damit zusammen. So, ich muss ab und zu mal trinken, dass wir, wie heißt das Ding nochmal, in Amerika 871M, das ist so eine Steuergeschichte. Wenn ein Optionsschein ein Delta hat von mehr als 90, dann wird er anders besteuert. Und das bezieht sich in erster Linie auf die K.O.-Produkte. Viele Emittenten machen deswegen nicht mehr so viele K.O.-Produkte auf amerikanische Aktien. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber das ist also momentan der Anteil. Dann als nächstes habe ich mir diese Liste hier rausgeholt. Das ist vom Deutschen Derivateverband. Das ist eine sehr interessante Homepage. Das ist jetzt mal der Anteil der Player. Momentan ist die Société Générale bei 12,9%. Das hängt auch damit zusammen, dass jetzt hier das ganze Zeug von der Commerzbank mit drin ist. Ich glaube, das ist schwarz.
Das sind also hier. Dann haben wir hier gleich den zweiten Franzosen, die DZ Bank, Morgan Stanley und so weiter. Macht euch bitte Screenshots, wenn ihr irgendwie dann was haben wollt. Und das sind also jetzt die Anteile für die Börsenumsätze von Oktober diesen Jahres. So, dann haben wir das. Dann, weil ich immer wieder gefragt werde, ja, was gibt's denn für ein Buch? Ich empfehle immer wieder dieses hier. Das ist schön leicht. Das hat nur 200 Seiten. Das ist für einen Börseninteressierten an einem Wochenende gelesen. Und wenn man es mit ins Flugzeug nimmt, ist es nicht so schwer wie die Murphys dieser Welt, die dann 1000 oder was weiß ich, wie viele Seiten haben und 27 Kilo wiegen das Buch. Ich übertreibe schamlos, das kann ich gut. Das ist also sehr leicht, das ist sehr schön geschrieben, da sind ganz viele, der Titel ist ein bisschen irreführend, sind ganz viele technische Geschichten drin, also die Dow-Theorie, die Elliott-Wellen und so weiter, wird auch alles beschrieben. Und dann kommt in dem letzten, ich glaube, es ist das Drittel, geht es um die Hebelprodukte. Ich empfehle es sehr gern, ich mag das gern, ich kenne Richard und ich kenne Dominik auch schon seit Jahren und ich weiß nicht, wann das erste Mal rausgekommen ist, ich glaube vor 5 Jahren, ich finde das sehr, sehr gut. Dann haben wir das hier, das hier, das hier, das hier. Womit, ich gucke jetzt gerade mal, ob wir Fragen sind, so, ja, guten Abend, ah, salut. Wir kümmern uns heute um diese Geschichte hier. Das ist ein Teilauszug aus der sogenannten Jump Diffusion. Jump Diffusion ist die Berechnungsgrundlage für K.O.-Scheine. Das wurde 1973 von Robert Merton erfunden und irgendwann in den 90er Jahren, ich meine, von einem Schweden modifiziert. Ihr müsst euch das nicht merken und ihr müsst das nicht berechnen können. Das ist auch nur ein Teilauszug. Das geht also noch endlos weiter. Da stehe ich schon davor wie der Ochs vom Berg, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das ist es, worum es geht. Merton, Black and Scholes oder Scholes haben 1973 zusammengearbeitet und sich dann 74 oder 75 getrennt. Merton ging einen anderen Weg. Dennoch haben die, ich glaube, das war 1997, den Nobelpreis bekommen. Black hat da schon nicht mehr gelebt. Und Scholes und Merton haben dann zusammen für den ersten echten Finanzskandal gesorgt, weil zwei Extremtheoretiker, also hier Scholes und Merton, zusammengegangen sind mit John Merriweather, dem ehemaligen Superhändler von Salomon Brothers, also ein absoluter Extremtrader mit zwei Extremtheoretikern. Das ging voll in die Hose und das ganze Ding hatte den Namen LTCM. Die haben sie also in Russland völlig verzockt. Ja, und das war das erste Mal, dass die FED einschreiten musste. Jump Diffusion ist stochastische Volatilität. Jump Diffusion, jetzt muss ich lachen, ist aber auch ein Getränk. Also zumindest habe ich so genannt. Also jetzt hier in meiner neuen Wahlheimat in München stehen in 4 Bars, gibt es die sogenannte Jump Diffusion. Das sind 2 Finger breit Absinth und der Rest Apfelsaft. Das bitte ganz kalt trinken. Das kennt man jetzt hier in München unter der Jump Diffusion. Mir ist kein anderer Name eingefallen. Aber das ist es hier im Wesentlichen, worum es geht. Dann habe ich hier, jetzt bitte einen Screenshot machen. Das ist nochmal eine Liste, die finde ich sehr schön. Ich würde sehr gerne den Urheber benennen, aber ich kann nicht. Macht euch bitte mal einen Screenshot hierfür. Hier geht es um normale Optionen. Was mache ich, wenn ich eine steigende Volatilität sehe? Oder wenn der Kurs steigt, der Aktie? Oder wenn die Volatilität runtergeht? Oder einen sinkenden Kurs? Da kann man diese ganzen Geschichten machen, auf die gehe ich heute nicht näher drauf ein. Ich möchte eigentlich so gut wie wenig oder ganz, ganz wenig auf die normalen Optionen eingehen. Optionen und Optionsscheine sind somit das Schwierigste, was es gibt. Das ist, die unterliegen, ich hatte es eingangs gesagt, diesen Optionskriechen, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Das ist der Einfluss des Zinssatzes, die Zeit und. Das ist also sehr, sehr schwierig. Wenn euch einer erzählt, er erklärt euch das in einer halben Stunde, dann legt auf. Ja, das kann keiner. Ich habe dafür 2 Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Das war eigentlich 1987. Ich handle das vielleicht nebenher seit 1987, 16. September 87 und 4 Wochen später gab es also den ersten größeren Crash. Das war der Dow Jones 25% durchgereicht in einer Sitzung. Das war ein Crash. Da habe ich also gestandene Männer an der Börse heulen sehen. Aber das, was jetzt heute mal ist, außer jetzt zum Beispiel neulich in SAP, das war tatsächlich, für mich war das ein Crash, 22% an einem Tag, das ist schon heftig. Das sieht man nicht allzu oft. Aber deswegen macht hier vor einen Screenshot, das kann euch irgendwann mal helfen. Ja?
Und diese Begriffe Straddle, Kauf, Strangle, Verkauf, Kauf oder was auch immer, das könnt ihr über die verschiedenen Homepages im Internet lesen, was das ist. Werde ich jetzt nicht so viel drauf eingehen. Aber mal gucken, das ist die, dann sind wir nämlich schon hier bei den Grundbegriffen. Die habe ich jetzt hier mehr oder weniger schon genannt. Also Grundbegriffe, das ist für mich was, Basiswissen, ja. Aber jetzt gehe ich mal hier, wenn ich sie finde, gehe ich mal hier drauf. Das ist eine Geschichte, die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Hier geht es nämlich um die Steuer. Das ist jetzt die Seite von Godmode Trader. Ich glaube, das ist am 9., ja genau, am 9.12., das war jetzt erst, was haben wir heute, am 13., vor 4 Tagen, wurde das veröffentlicht. Ich kenne diesen Herrn Kühn nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Das ist unter Godmode Trader Artikel, findet ihr das. Denn es wird auch zwischen den Jahren, tagt ja Bundesrat, Bundestag, und es gibt ja so eine Gesetzesnovelle, das hat im letzten Jahr, haben sie das auch zwischen den Jahren gemacht, das war eine ziemliche Frechheit, muss ich sagen, das hat kaum einer mitgekriegt, dass Terminkontrakte besteuert werden auf eine andere Art und Weise. So, jetzt kommt also diese Geschichte hier, ich mache das jetzt mal so, dass ihr euch jetzt einen Screenshot machen kann, und dann schiebe ich das gleich mal hoch. Die haben jetzt, das geht also, das kennt ihr vielleicht noch, diese Lesung da, Bundesrat, Bundestag, zweite Lesung, Bundesrat, Bundestag, dritte Lesung und so weiter. Es sieht so aus, als ob das teilweise durchgeht mit veränderten Zahlen. Ich muss da auch nochmal mit meinem Steuerberater drüber sprechen. Was ist, dieser Satz irritiert mich völlig hier. Optionsscheine und Zertifikate werden nicht als Termingeschäfte eingestuft. Da frage ich mich echt, warum. Ja, CFDs gehören zu den Termingeschäften. Ja, aber dann steht hier, es ist noch unklar, wie mit K.O.s verfahren wird, die wertlos verfallen. Gibt's jede Menge, aber mit Restwert vom Emittenten zurückgekauft werden. Das ist also schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich blicke das jetzt noch nicht, und da gibt's jetzt also auch wieder eine Lesung. So, und jetzt rolle ich mal hier hoch. Da soll, ich habe es nicht erhalten, die Consorsbank einen Brief geschrieben haben. So, und dann steht jetzt hier vom 1.1. an gelten solche Regelungen. Ja. Schaut euch das mal an, kümmert euch darum. Da ist nämlich ein bisschen was, also ich verstehe es halt so wirklich nicht. Hier steht es auch wieder, Optionsscheine werden nicht als Termingeschäft eingestuft. Ja, was ist es denn sonst? So wie sich das für mich liest, ist es so, dass die CFDs hier am meisten drunter zu leiden haben. Aber ich möchte das selbst nicht interpretieren. Kümmert euch drum, sprecht mit eurem Steuerberater. So, jetzt habt ihr vielleicht noch einen Screenshot gemacht, und dann geht es hier nochmal ein bisschen runter. Das geht bis hier. Da könnt ihr noch einen Screenshot machen. Ich kenne, wie gesagt, diesen Brief nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wann der gekommen sein soll. Ich habe ihn nicht bekommen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn Godmode das berichtet, dann wird das schon seine Berechtigung haben. Also nochmal, ihr findet es unter godmode-trader.de, und steht dann Artikel. Vielleicht, wenn ihr den Namen von dem Herrn hier eingibt, von diesem Daniel Kühn, dann könnt ihr euch da was näher drüber lesen. So, dann, was habe ich denn sonst noch? Oh ja. Das ist auch wichtig, Grundbegriffe. Das ist meine YouTube-Seite. Hier gibt es entweder hier oben Playlists oder meine Kategorien. In diesen Kategorien unterscheide ich zwischen den Indexanalysen, so Dow Jones und so Zeugs, also amerikanische Märkte, die deutschen Märkte, Aktienanalysen und Allgemeines, weil ich das auch mal wieder mitbekomme. Bei dem Allgemeinen habe ich verschiedene Sachen beschrieben. Das war eine Ausbildungsreihe mit der deutschen Börse. Hier, wie funktioniert die Slow Stochastik? Wie funktioniert das MACD? Wie baue ich das Aktiendepot auf? Die Bollinger-Bänder erklärt. Das ist also der erfolgreichste. Und hier unten, wie finde ich einen K.O.-Schein? Dieser Film, weil heute werde ich nicht auf Onvista eingehen, das zeigt euch in 11 Minuten und 6 Sekunden, wie man einen Schein findet auf der Onvista-Seite. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute, die haben jetzt ein Konto bei der Bank A, B, C, sagen, ich gucke mir nur die an. Das ist ja in Ordnung. Ich möchte euch heute hier nicht missionieren. Aber ich werde euch sagen, welches meine bevorzugten Emittenten sind und warum. Wenn ihr nur auf die Seite des jeweiligen Emittenten geht, seht ihr natürlich auch nur seine Scheine. Es sei denn, ihr seht nachher das, was ich euch über Goldman zeige. Da wird einiges miteinander verglichen. Aber hier ist es, was über die Onvista-Seite geht. Ja, also auf YouTube. Dann mache ich das auch mal weg. Also, das sind die Trading Brothers. Das ist eine Geschichte, da mache ich jetzt auch mit. Das ist Follow My Trader. Das ist eine App. Da gibt es also alle möglichen Händler. Da bin ich also auch dabei. Ja, ist natürlich ein fieses Foto. Ich bin jetzt viel schlanker.
Das klingt genauso aus. Hier sind die Bros, ja, super Typen. Da ist der Robert Baumann, der macht hauptsächlich in Aktien. Und das hier ist der Christian Schöppel, der macht also auch solche Zertifikate. Hier ist der Ronny Raudis und da kommen auch noch mehr dazu. Jeder dieser Händler hat seine eigene Herangehensweise. Und das könnt ihr euch mal anschauen, könnt ihr dem folgen, kriegt ihr das auf die App, dann bimmelt, sagt der und der kauft das und das aus dem und dem Grund. Da könnt ihr folgen oder nicht. followmytrader.de. Dann nehme ich das auch mal raus. Das waren die Steuerregeln. Okay. So. Und jetzt gucke ich mal, ob hier Fragen sind. Bitte Links zu den Website in den Chat stellen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Links in den Chat stellen. Also ich sage es euch nochmal. Das, wie gesagt, das war die Steuer. Das ist godmode-trader.de. Dann guckt nach diesem Daniel Kühn-Bericht, dann werdet ihr es finden. Dann, das sind die Steuerregeln. Dann gleich kommt gs.de, machen wir gleich. Dann haben wir followmytrader.de. Das ist die Geschichte mit der App. Und was waren da jetzt sonst noch? YouTube. Ja, YouTube ist Christian Schlegel und dann über diese Playlists gehen. Okay, aber das, dann mache ich das hier mal raus. Da kommen wir gleich drauf. So, jetzt will ich mal schauen, habt ihr bisher Fragen? Weil sonst würde ich nämlich hier in Basis finden. Hier würde ich reingehen. Aber ich gebe euch jetzt mal eine Minute, dass ihr es jetzt mal anschauen kann. Ich guck mal, ist hier noch irgendwas? Das Jump Diffusion habe ich gemacht. Hebel erkläre ich gleich. Da kommt dann auch übrigens Daniela, die implizite Volatilität kommt noch dazu. So, aber es kommen keine Fragen. Dann fange ich einfach an. Ich habe mir so ein paar Aktien vorhin mal ausgesucht. Nochmals, wir reden hier über K.O.-Scheine. Wir reden nicht über normale Scheine. Wenn ich jetzt hier irgendeinen Chart aussuche, heißt das nicht, dass ich das empfehle. Es geht einfach nur darum, euch zu erklären, wie gehe ich ran, wie finde ich einen Schein. Das hier ist die Allianz. Ich mache es mal ein bisschen größer. Tun wir mal so, als ob wir das jetzt hier gar nicht kennen würden. Die Allianz hat einen fetten Move gemacht von der 147 hoch bis zu 200. Sagen wir mal, ihr seid jetzt hier irgendwo, ihr wart vielleicht im Urlaub und ihr seid jetzt hier oben irgendwo, seid ihr jetzt da und sagt, ach du Scheiße, das habe ich ja alles verpasst. Ich will euch jetzt Folgendes sagen, wenn ihr irgendwo hier reinkommt in den Markt, müsste halt theoretisch die Basis hier unten liegen, unter dem letzten Verlaufstief. Also angenommen, wir gehen jetzt mal hier, ich nehme mal diese Linie hier, 81,2, das sind 181, da kommt ihr rein. Da seht ihr den Markt und ihr seid der Meinung, er geht weiter hoch. Welche Basis nehme ich? Und ich mache das immer so und deswegen habe ich dieses Beispiel genommen, weil es ist ein sehr schwieriges, dass ich an das letzte Verlaufstief gehe. Das ist ganz offensichtlich hier bei 149. Da würde ich da eine Basis suchen, minus 2%. Ja, also das sind in diesem Fall nochmal 3 Euro tiefer. Da wäre ich also ungefähr bei 144. Ich suche jetzt nur mal die Basis raus. Wie wir dann den Schein finden, ist was anderes. Ja, so müsste man das machen. Ganz ehrlich, das wäre mir viel zu weit. Das sind ja 30 Punkte oder 30 Euro. Das wäre mir viel zu viel. Da ist der Hebel viel zu klein. Mir persönlich macht das nicht so einen Spaß. Ich selbst, aber wie gesagt, ich sitze auch viel davor. Ich bevorzuge Hebel zwischen, sagen wir mal, wenigstens 20. Ja, 20 bis 70. Aber 70 ist auch schon eher seltener, bei Aktien vor allen Dingen. Aber im Index kann das sehr gut passieren. Also hier müsste ich dann rein theoretisch, müsste ich eine Basis finden von 100, sagen wir mal 48 minus 3. Da wären wir bei 145. Ist mir zu hoch. Oder zu weit weg. Deswegen mache ich dann Folgendes. Ich suche mir über den 4-Stunden-Chart nochmal eine Periode raus, wo irgendwo war denn hier ein längeres Verbleiben der Aktie. Und ganz offensichtlich ist zum Beispiel ist dieses hier oben hier. Der Wert ist hochgegangen und dann ist das hier so ein Zwischentief. Wenn ich jetzt also hier irgendwo der Meinung bin, die gehen auf 215, würde ich die Basis hier anlegen. Das wäre jetzt 185 und nicht hier unten. Das wäre mir einfach zu weit weg. Wenn ich jetzt, wir hatten eben gesagt, ich bin bei 181 reingekommen, dann würde ich die wahrscheinlich hier unten drunter sehen. Wir haben hier 3 sehr schöne Kerzen nebeneinander. Das sind volle 12 Stunden. Hier kommt auch nochmal eine dazu. Da würde ich das hier nehmen, so eine 168 minus 2%. Das sind also nochmal 3 Euro runter. Da sind wir bei 165, da sind wir hier. So würde ich daran gehen. Das würde ich versuchen zu finden. Jetzt mal angenommen, gehen wir jetzt mal hier weiter. Wir gehen zurück auf den Tageschart.
ist besser. Ich schreibe mir jetzt mal auf, also bei Allianz war das ein 140er und ein 165er. So, wenn das jetzt der Tageschart ist und auch wenn jetzt hier diese Kerze besteht, ja, egal was ich jetzt, es ist keine Aufforderung, nochmal, es ist jetzt keine Analyse der Aktien. Wenn ihr jetzt hier steht und sagt, also das ist nur ein Ausrutscher und ich glaube, die gehen hier höher über die 201, dann würde ich so lange warten, bis die 201 mit mindestens einer 1-Stunden-Kerze überboten wurde. Also nicht nur mal kurz hoch, was sie dann oft machen, wieder runter, also auf 200, von mir aus auch auf 205 hoch. Wäre mir völlig egal. Die Stunde muss fertig sein. Und wenn dann die Stunde über 201,44, also idealerweise nochmal 1-2 Euro drüber, so bei 203 schließt, dann wäre das für mich ein Kaufsignal. Wenn das der Fall ist, suche ich mir das letzte Verlaufstief und es wäre hier. Da bin ich bei 186. Also ich warte, bis wir auf 203 sind und da schließen oder über oder 201,5 und suche mir dann hier die Basis, 186 minus 2%, hier so ein bisschen drunter. Dann sind wir hier. Da würde ich die Basis des K.O.s suchen. Ich nehme es in Kauf, durchaus mal 1, 2, 3% oder von mir ist auch 4% in der Aktie zu verpassen, wenn sie dann hier hochgeht. Aber das wäre auch jetzt heute hier, das wäre schon ein sehr riskantes Unterfangen, jetzt hier eine Basis minus 2% ungefähr hier zu nehmen, wenn der Kurs schon da ist. Deswegen ist es jetzt wirklich die Frage, wann bekomme ich das Kaufsignal? Hier bekomme ich rein vom Chart her das Kaufsignal, wenn wir dieses Plateau hier überbieten. Dann wären wir hier drüber und dann muss ich nicht hier runtergehen, weil dann habe ich also einen ganz schlechten Hebel. Den gucke ich mir gleich mal an, gehe ich gleich mal mit euch durch, wie das funktioniert mit dem Hebel. Aber eins kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ich habe noch nie eine Option nach dem Hebel ausgesucht. Ich weiß, das machen viele, die sagen zum Beispiel Lufthansa, das ist ein heißes Teil, ich möchte keinen hohen Hebel haben, ich nehme nur einen Hebel von 5 und gehe dann danach auf die Suche. Mir persönlich ist es lieber, ich suche das letzte Verlaufstief und es wäre dann hier irgendwo. Aber das ist mir in dem Fall echt zu weit weg. Ich würde dann irgendwo hier oben anfangen, wenn ich über den 4-Stunden-Chart gehe. Ja, und jetzt ist das hier der Tageschart. Wenn ich also hier ein Kaufsignal bekomme, gehe ich hier drunter, nehme hier die Basis. Und da kommen wir jetzt gleich mal zum Hebel. Was ist der Hebel? Das wird nämlich oftmals falsch gerechnet. Ich habe euch dieses Beispiel gemacht. Macht euch bitte einen Screenshot. Wenn die Aktie, ich nehme Folgendes an, die Aktie ist 11, die Basis des K.O.-Scheins wäre 10 und der Preis ist 1,05. Dann sage ich 11 geteilt durch 1,05. Und bekomme auf diesen Preis hier, also nicht Preis hier, sondern auf diesen Hebel. Das wäre also ein 10er Hebel. Gehe ein bisschen hoch und sage nicht ein Hebel von, also nicht eine Basis von 10 Euro, sondern von mir aus 10,50 Euro ändert sich das dementsprechend. Aber das ist die Formel, die könnt ihr euch mal aufschreiben, das könnt ihr ausrechnen, gilt für alles. Schwierig wird es bei amerikanischen Aktien, deren Basis in Dollar ist, aber deren Preis in Euro ist. Da müsst ihr nämlich noch die Währung mit dazu zählen. Aber das ist der Hebel. Das sehen wir also gleich noch, wenn wir dann einen Schein suchen, wie das dann genau funktioniert. Aber das ist so, wie der Hebel errechnet wird. So, jetzt gehe ich davon aus. Ich gucke mal gerade, ich lasse euch das noch für einen Screenshot. Mal schauen, was ist denn das jetzt hier? Wo siehst du den DAX? Das ist nicht das Thema, Andreas, jetzt, wo ich den DAX zum Jahresende sehe. Das ist nicht das Thema. Hier geht es nur um die K.O.-Scheine. Daniela schreibt gut. Was heißt gut? Bin ich gut? Ich weiß es nicht. Was meinst du? Was ist gut? Okay, aber hier können wir auch gleich schon eine Sache, möchte ich hier direkt schon auch noch erklären. Das ist die Geschichte mit der Volatilität. Normale Optionsscheine unterliegen einer teilweise sehr heftigen Volatilität. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas sucht wie Tesla, das hat eine 70er Volatilität. Ich erkläre Volatilität immer so. Hatte ich nicht hier irgendwo ein Bild? Ja, hier ist es. Das ist der VDAX. Nur mal so als Beispiel. VDAX, also auf den DAX-Index. Hier wird die Volatilität gezeigt. Das hier ist Ende Februar. Die Optionen auf den DAX hatten seinerzeit so eine ganz grobe 15er Volatilität. Nur um das zu erklären, was heißt 15? Wir haben 256 Handelstage. Daraus die Wurzel ist 16. Das müssen wir jetzt mal wissen, woher kommt die 16? Und jetzt kommt die Regel,
Wenn ein Wert eine Handelsamplitude hat von 1%, dann ist die Volatilität bei 16. Hat er eine Handelsamplitude pro Tag von 2%, wäre die Volatilität 32. Die Tesla springt momentan mit so 4% rein, raus, hin und her. Deswegen kommen wir da so ganz grob auf 70, also 16 mal 4. Da sind wir bei 64, also da handelt sie ungefähr so 4,5% pro Tag. Das ist wichtig zu wissen. Ich habe jetzt das erste Mal seit, Daniela hatte mich da korrigiert, danke dafür, seit langer, langer Zeit meine Option auf Tesla gemacht. Das war ein Put, das war eine 70er Volatilität. Also das hatten wir im DAX auch schon mal, das gibt es. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja. Hier zum Beispiel ist die Geschichte mit Ende Oktober, da waren wir auch schon höher, da waren wir teilweise schon auf 40 im Index. Also eine Volatilität von 70, das heißt, dass der Schein sehr teuer ist. Ich gehe gleich nochmal auf diese Geschichte hier. Normalerweise kaufe ich sowas gar nicht. Aber bei Tesla kann man sich fast darauf verlassen, dass die nie viel fällt. Ja, vielleicht geht es mal von 70 auf 60. Ihr müsst auch eins wissen, Optionsscheine jetzt gerade über die Feiertage, die jetzt dann laufen, jeden Tag, und damit meine ich auch den Samstag und den Sonntag, und ich glaube, der 24. ist auch irgendwann mitten in der Woche. Jeden Tag verliert die Zeitwert, das sogenannte Theta, jeden Tag. Das heißt, ihr geht am 24. rein. Und jetzt muss ich selbst mal gucken, wie das Weihnachtsmarkt ist. Mal schauen. 24. Jetzt weiß ich nämlich nicht so genau. Naja, 24. ist ein Donnerstag. Dann würdet ihr verlieren für den 24., 25., 26. und 27. Das sind 4 Tage, diesen sogenannten Zeitwertverfall. Sagen wir mal, eine Option war vorher 5 Euro, dann ist sie dann nur noch 4,85 Euro, obwohl sich am Kurs nichts geändert hat. Das ist immer das Problem mit diesen langen Scheinen, also normale Optionsscheine. Nein, aber das nochmal ganz wichtig, also wenn eine Volatilität 60 ist, entspricht das könnt ihr dann überprüfen, hat der Wert, was auch immer das ist, eine tägliche Schwankungsbreite von 1%. So, und da kommen wir jetzt auf diese Geschichte hier. Ich habe den jetzt hier einfach geschätzt. Werte wie zum Beispiel E.ON, Telekom, so Zeug, haben eine sehr geringe Volatilität, eine relativ geringe Volatilität. Da kann sowas hier sein, dass der sogar 1,05 steht. Werte wie, denkt mal an Wirecard, momentan die BASF. Ich gucke gerade eben mal hier die Liste durch. Conti ist sowas. Conti hat immer eine sehr hohe Volatilität. Nehmen wir an, das wäre jetzt Conti, auch wenn jetzt natürlich die Kurse hier nicht stimmen, dann wäre das der Preis von diesem Schein nicht 1,05, sondern wäre 1,15, sagen wir mal so. Der Unterschied von 10 zu 11 ist 1 Euro. Das ist der hier. Und das, was darüber hinaus gilt, ist das sogenannte Aufgeld. Das sind diese 5 Cent. Daniela, das ist jetzt die Frage, die du schon ein paar Mal gestellt hast. Das ist die implizite, jetzt gehandelte Volatilität. 5 Cent. Wenn jetzt die Conti mal so einen richtigen Sprung macht, und Conti ist eine Bitch, machen wir uns da nichts vor. Conti ist echt eine Bitch. Ja, das ist so für mich genau das Gleiche wie Adidas oder momentan Vata. Die springen hin und her wie ein Flummi im Kasten. Dann ist die Volatilität oder der Preis nicht 1,05, sondern sagen wir mal 1,15. Dann ist der innere Wert immer noch 1 Euro, ja, von 11 auf 10. Aber dieses Aufgeld sind 15 Cent. Das kann ja gerechtfertigt sein, wenn die dann 2, 4, 5 Tage oder vielmehr aus 3 Wochen immer noch eine hohe Volatilität, also Schwankungsbereitschaft haben, ist das schön und gut. Aber wenn die dann auf einmal stehen bleibt, und das macht auch eine Conti, und das macht auch eine Adidas, und das macht auch eine Vata, dann sinkt das, was wir eben bei 1,15 hatten, auf, sagen wir mal, 1,12. Ja, also wenn wir stark schwankende Märkte haben, werden die Aufgelder der K.O.-Scheins automatisch leicht erhöht. Automatisch. Ja, dann steht dann hier nicht mehr 1,05 als Aufgeld, sondern 1,06, 1,07. Jetzt müsst ihr eins wissen, angenommen, ihr kauft das hier, die Aktie ist 11 und ihr kauft diesen Schein. Wenn das Ding jetzt runtergeht an einem Tag von 11 auf 10, verliert ihr nicht nur den 1 Euro, sondern auch das Aufgeld. Das müsst ihr versuchen, unbedingt zu vermeiden. Bei mir ist es zum Beispiel so, da kommen wir gleich zu den Emittenten, dass ich wenigstens, sagen wir mal, 30 Punkte, 35 Punkte vor Erreichen des Knockouts, das wäre jetzt hier die Basis von 10, versuche ich mich zu stoppen. Weil also diese 25, 30 Punkte, also momentan sind es so um die 27 Punkte im DAX beispielsweise,
die möchte ich nicht hergeben. Weil das, die verliere ich ja dann noch en plus, noch mehr dazu, als das, was ich außerdem schon verliere. So, jetzt, das war jetzt viel, deswegen mal gucken, was jetzt hier für Fragen sind. Ja. Und Bezugsverhältnis. Was jetzt nicht, was Andreas mit und Bezugsverhältnis? Ja, genau. Ach so, Bezugsverhältnis, klar. So, du erklärst, ich gehe gerade mal die Fragen durch. So, Bezugsverhältnis des Scheines war gemeint. Ja, klar. Basis ist K.O. Ja, richtig. Basis ist K.O. Also es wäre jetzt, das hier ist die Basis. Wenn der also 10 gehandelt ist, stirbt das Ding. Vielleicht war eins noch nebenher. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie viel Scheine oder andersrum, wie viele Derivate wir in Deutschland haben. Also Deutschland ist also der derivatintensivste Markt der Welt. Das ist ein Wahnsinn, was wir haben. Wenn ich die Eurex dazu nehme, mit ungefähr 550 oder 600.000, ich habe jetzt nicht nachgefragt, Produkten, ja, also da ist jede Option, jeder Call, jeder Put, jede Laufzeit und so weiter dabei. Die letzte Zahl, ich gehört dann an 550.000. Dann haben wir, was hat er da neulich gesagt, ich glaube 1,7 Millionen K.O.-Scheine, Zertifikate, Optionsscheine und so weiter. Darüber hinaus gibt es den sogenannten OTC-Markt. OTC-Markt ist, wenn jetzt die Bank A mit der Bank B handelt oder der norwegische Staatsfonds keinen Bock hat, irgendwelche Scheine zu kaufen, sondern ruft dann eine Bank an, mach mir bitte einen Preis für die und die Basis in dem und dem Wert. Da sind wir nach meiner Schätzung ungefähr bei 2,5 Millionen Kontrakten. Das ist richtig viel. Das ist richtig, richtig viel. Hier ist eine Frage, was ist der Strike? Der Strike ist die Basis. Strike ist die Basis, so meine ich das. Entschuldigung, wenn ich das manchmal geht es mit mir durch. Die Basis ist der Strike. Und beim Optionsschein, normalen Optionsschein ist das auch gekauft. Was war denn das in Tesla? Was hatte ich denn da? Das war, glaube ich, ein 650er Put. Dann ist der 650 die Basis oder der Strike. Das ist also das Gleiche. So, hier, hallo Christian, warum wird bei plötzlicher Volatilität in einer Aktie der Index oft kein Briefkurs in diesem Moment gestellt? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die meisten Emittenten die Einzelwerte erst ab 9 Uhr aufmachen. Das müsst ihr einfach verstehen, ich kann das auch verstehen, ich finde da nichts Verwerfliches dran. Alles vor 9 Uhr, das ist ja kaum Umsatz. Ja, da gibt es ein bisschen Tradegate und dann hier und das mal. Aber das ist kein Umsatz. Erst ab 9 Uhr mit der Öffnung der Auktion bei Xetra gibt es mehr Umsatz. Also das heißt, die hätten überhaupt keine Möglichkeit, sich morgens um, sagen wir mal, um 8.15 Uhr zu kaufen oder zu verkaufen oder zu hedgen. Wenn ich da anrufe und sage, liebe Bank XY, ich hätte jetzt gern mal für mich und meinen Chat 1 Million Scheine auf Conti. Ja, kriege ich nicht. Keine Chance. Das kann ich auch verstehen. Aber, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, es sind mehr und mehr Bestrebungen, weil die Emittenten kennen das Problem, mehr und mehr Bestrebungen in Gange, das weiter runterzusetzen. Ich weiß also jetzt auch schon, ich glaube, der eine oder andere Emittent handelt auch schon mal ab 8.30 Uhr. Bei DAX-Werten finde ich das völlig in Ordnung. Die kann man relativ schnell handeln. Also die 30 DAX-Werte, bei allem ab DAX 31 wird es schwierig. Die Indexoptionen, also auf den DAX, die K.O.-Scheine auf dem DAX oder auch auf Nasdaq, die werden meistens schon um 8 Uhr gehandelt. Der Hintergrund ist einfach der, ich sage das immer ganz salopp, so eine DAX-Option, die kann ich an jeder Frittenbude hatchen. Aber eine Aurelius zu kaufen, morgens um 8.05 Uhr, um eine bestehende K.O.-Serie zu hatchen, das ist schwierig. Ja, aber DAX, wie gesagt, seht ihr, das habt ihr auch schon gesehen, die sind eigentlich alle meistens so ab 8 Uhr auf. Aber das funktioniert so, angenommen, der Emittent hat 10.000 Scheine auf den DAX, Calls und Puts. Der kann die rein technisch nicht alle auf einmal freischalten. Der macht immer so alle 10 Sekunden die ersten 1.000, dann die zweiten 1.000, dann die dritten 1.000, dann die vierten 1.000. Es geht in Tranchen auf. Und deswegen ist es auch oftmals so, dass die Scheine für Einzelwerte, die machen nicht genau um 9 Uhr aus, sondern die warten dann die Auktion ab und dann kommen die Computer und sagen so, wir schalten jetzt mal, keine Ahnung, die TUI-Scheine frei oder wir schalten jetzt mal die Scheine A bis A, B, C, D, E, F, G auf den DAX frei und danach kommt dann F und so weiter. Ne? So funktioniert das. So, dann, achso, die Frage ist aber, wieso wird da oft kein Briefkurs gestellt bei Flit? Ja, das war ganz besonders der Fall, Sebastian, als wir zum Beispiel die Trump-Wahl hatten. Und zwar nicht die jetzige, sondern die vor 4 Jahren. Da waren schon Tage vorher, waren die Kurse so gestellt, sagen wir mal im DAX,
23 Cent zu 2 Euro. Ich habe irgendwo habe ich noch einen Screenshot. Ich habe echt gedacht, die haben einen Knall. Da war keiner mehr von den Emittenten bereit, bis auf, muss ich wirklich sagen, damals Goldman Sachs hat Preise gestellt. Die waren alle nicht mehr bereit, irgendwas zu machen. Das Problem ist einfach, angenommen, die genaue Frage von Sebastian ist, warum wird bei plötzlicher Volatilität in einer Aktie oder im Index oft kein Briefkurs in diesem Moment gestellt? Wenn sich das Ding schnell bewegt, nehmen wir mal so eine HelloFresh, die waren ja relativ flott. Oder neulich die Geschichte mit den 600 Punkten bei der ersten Corona-Impfungsfreigabe im Sinne von, wir haben einen Impfstoff entwickelt, wie heißt das, BioNTech. Die haben keine Chance, die Emittenten. Wenn du jetzt hingehst, Sebastian, und sagst, ich kaufe jetzt 1000 Scheine, was also ein Gegenwert wäre von, sagen wir jetzt mal, 100 Aktien in diesem Fall. Meistens ist das 10 zu 1. Die haben keine Chance, die Aktie irgendwie wieder hedgen zu können. Also die springt so schnell nach oben. Ich habe das bei Allianz gesehen. Ja, das war ja ein Wahnsinn. Keine Chance. Und deswegen, um sich selbst zu schützen, sagen sie halt, ich mache keinen Briefkurs mehr. Sind aber immer noch da, wenn du welche hast, mit dem Geldkurs. Irgendwo muss man in den sauren Apfel beißen. Ja, ist halt so. Wird bei K.O.-Zertifikaten auch der Preis der Zertifikate von Angebot und Nachfrage bestimmt? Also gibt es dort auch so was wie implizite Volatilität oder ist der Preis nur von der Bewegung? Das ist eine sowohl als auch. Sowohl als auch. Das ist eine Frage von Philipp. Beispiel Aktie XY mit Kurs 100. Ich kaufe ein Long-Zertifikat mit Bezugsverhältnis 1 darauf. Für 2,50 Euro steigt der Preis der Aktie also auf 101, so steigt das Zertifikat auf 3,50. So sollte es sein. Kann es aber nun sein, dass der Markt fürchtet, dass die Aktie stark fallen könnte und viele Spekulanten, die diese Zertifikate halt, ihre Zertifikate dann auf den Markt schmeißen und der Kurs des Zertifikates zum Beispiel auf 3 Euro gedrückt wird, obwohl das Underlying noch immer auf 101 ist. Das ist möglich. Das ist möglich. Es ist eigentlich nicht Usus. Während des Tages wird das Aufgeld relativ selten angepasst. Aber ich habe da auch schon ein paar Emittenten gesehen, die spielen da mal ganz ordentlich rum in dem Aufgeld. Ihr müsst letztlich eins sehen, angenommen, machen wir das Beispiel. Die Aktie ist bei 11 Euro. Dann wird sollte man annehmen, dass ein 10,90er Schein, wenn es den dann gibt, ja, hätte 10 Cent inneren Wert. Und dann könnte man denken, ah, der ist dann 15 Cent. Aber oftmals ist der 20 Cent. Wenn die Scheine, man spricht davon am Geld sind, also ganz nah am Strike, dann ist das Aufgeld etwas höher. Wenn die jetzt tiefer sind, also jetzt keine 10 Basis als Euro, sondern sagen wir mal 5, dann ist es irgendwo hier bei 0,4 oder 0,3 Cent. Ja? Und ja, natürlich, wenn sich auf einmal alles um BioNTech-K.O.-Scheine prügelt, werden sie den Preis dementsprechend höher nehmen. Die implizite Volatilität, das Aufgeld steigt. Ja, so ist das. Es sind jetzt ganz viele Fragen, jetzt muss ich echt mal durchgehen. Ist der Strike und der Knockout immer gleich? Wenn ich Strike sage, ist es Knockout. Basis, Knockout, Strike, die Basis. Ja? Es gibt ja nur, da kommen wir gleich zu die Mini-Futures, das ist ja was anderes. Da kommen wir, das schreiben wir gleich auf, nicht, dass ich das vergesse. Mini-Futures, dass ich die auch zeige. So. Wenn ich ein K.O. mit Hebel 20 gekauft habe, bleibt der Hebel dann 20, solange ich ihn halte? Nein. Der Hebel ändert sich ja in dem Moment, in dem jetzt zum Beispiel die Aktie hier von 11 auf, sagen wir mal, 10,5 runtergehen, ist der Preis ja hier 55 Cent. Ungefähr 55 Cent. Und dann muss man rechnen 10,50 durch 55 Cent. Ja, da wäre ich 10,50 geteilt durch 0,55, dann wäre ich beim Hebel von 19. Ja, also wenn jetzt hier bei 11 mit diesem Preis von 1 Euro ist es ungefähr 10 und wenn da die Aktie runtergeht, dann ist die gleiche Basis, hat dann, also meinetwegen auf 10, die Basis bleibt 10, aber die Aktie ist 10,50, ändert sich hier der Hebel auf in diesem Fall jetzt 19. So, was haben wir denn hier? Kaufschein suchen. Also ich wollte jetzt nicht hier, Andreas, jetzt hier Hypoport, Wertan, das machen wir nicht. Dafür ist es, das müssen wir dann mal anders mal machen. Ich gucke da jetzt nicht so drauf, weil ich habe jetzt einfach nur mal einen Schein von Allianz genommen. Anhand dessen muss ich das mal bringen. Wir haben genügend Zeit. Mal gucken, wie wir hinkommen.
So, Philipp, heißt also, dass ich bei K.O.-Scheinen auch Minus machen kann, ohne dass sich das Underlying bewegt. Nur durch die Erwartung der Marktteilnehmer bei Optionen. Im Prinzip ja, das ist eine Frage von Philipp Wünscher. Wenn jetzt also, sagen wir mal, das ist heute der Preis und die Aktie bewegt sich 4 Wochen nicht und bleibt so, dann wird das Aufgeld hier runtergehen. Ihr müsst auch, da komme ich aber gleich zu, dann gibt es ja noch den Unterschied zwischen den Open Endscheinen und zwischen den normalen Scheinen, also zwischen denen, die zeitlich limitiert sind. Das ändert sich dann auch. Da komme ich aber gleich, wenn ich auf die Homepage gehe, um Schein zu finden, nochmal drauf. Die Fragen werden mir nicht angezeigt. Ja, das stimmt, Sebastian, die werden nur mir angezeigt. Daniela fragt, also mit einer geringeren Volatilität aussuchen. Wenn die Aktie durchschnittlich, so wie der Index, also der tiefste Kurs beim Index ist meistens so um die 12,5, 13 gewesen für die Volatilität. Man muss sich einfach die Frage stellen, muss ich das, wenn das jetzt hier passiert, also die Volatilität hochgeht, muss ich hier Optionen kaufen? Das muss man sich einfach fragen. Deswegen ist es schon ganz interessant zu gucken, wie sich das hier entwickelt. Aber dann hier, so in diesem Bereich, jetzt hier so um die 21, kann man das durchaus machen. Das ist im Moment der Normalpreis für die Optionen. Woher weiß ich Hebelpreis? Also du meinst wahrscheinlich den Hebel, wenn der DAX fällt. Also jetzt weiß ich, ich kann nur ungefähr schätzen, wie der Preis, also im Angedeuteten, nehmen wir mal den DAX. DAX ist 13.092. Und sehen wir mal an, ich suche einen 12.500er Schein beispielsweise, einen K.O.-Schein-Call mit der Basis oder dem Strike-Preis 12.500. Sind es im Moment, ich bin hier unten mit der Maus, wären das 592 Punkte, das Aufgeld wird ungefähr sein 25 Cent. Dann kann ich das, 25 Punkte, kann ich das dementsprechend ausrechnen, wie jetzt der Hebel ist. Wenn dann die Option fällt, der DAX fällt, sagen wir mal auf 12.700, also hat noch 200 Punkte Platz, ist natürlich dementsprechend der Hebel größer, da muss man es ausrechnen. Aber das zeigen euch fast alle Systeme an. Nochmals, macht euch nicht so verrückt mit dem Hebel. Es ist wichtiger zu finden, Moment, es ist wichtiger zu finden, wo ist ein Support, wo kann ich das Ding hinlegen, als zu sagen, also ich möchte bitte nur einen Hebel von 5, aber maximal. Ich kenne viele Leute, die das machen. Und deswegen ist es auch nicht schlechter. Es ist, als wäre nur nicht meine Art. Stop-Loss ausrechnen. Moment. Woher weiß ich den Hebelpreis, wenn DAX fällt und den Stop-Loss ausrechnen? Gut. Wenn ich davon ausgehe, machen wir das Beispiel nochmal hier, was wir eben hatten. Wo sind das jetzt hin? Hier, Hebel. So. Wenn diese Bedingungen vorherrschen, also die Aktie ist bei 11, die Basis oder der Strike ist bei 10 und der momentane Preis ist 1,05. Jetzt sage ich, okay, wo ist denn ungefähr der Preis des Scheines, wenn ich bei, sagen wir jetzt mal, 10,50 € bin? Während des Tages ist es relativ einfach. Ich ziehe einfach 50 Cent hiervon ab. Dann ist der Preis nämlich 55 Cent. Ja, also hier gehen wir 50 Cent runter. Wir nähern uns der Basis dem Strike an. Ja, bei 10,5. Dann sind das hier ungefähr 50 Cent. Das habe ich eben gesagt. Je näher die Aktie an einer Basis ist, desto leicht höher geht das Aufgeld. Das heißt, ich gehe davon aus, jetzt, und das ist eine fiktive Aktie. Das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht irgendwie anhand des Charts. Im Moment ist es bei der Aktie 11 und der Basis 10 sind wir 1,05. Wenn jetzt die Aktie 50 Cent fällt, muss ich grundsätzlich hiervon erstmal 50 Cent abziehen. Sind wir bei 55 Cent. Aber der wird wahrscheinlich in dem Moment etwas mehr Aufgeld bekommen. Also ist dann hier vielleicht 56 Cent, 1 Cent mehr. Kann sein. Kann sein. Ja, also da würde ich ungefähr mitrechnen. Aber grundsätzlich kann man sagen, hier, das, was sie hier oben verliert, verliert sie hier im Preis der Option auch. Das kann man grundsätzlich sagen. So, ist es richtig, wenn Privatinvestor mit Optionsscheinen Geld verliert, dann gewinnt die Bank. Oder umgekehrt, wenn der Privatinvestor, dann verliert der Emittent. Nicht zwangsläufig. Also ein Emittent hedgt sich sofort. Ja, ich gehe nochmal die Frage. Also die Frage ist, wenn ein Privatinvestor mit Optionsscheinen, also das sind keine K.O.s, Geld verliert, dann gewinnt die Bank. Ja, also grundsätzlich sollte das so sein. Aber, und umgekehrt, wenn der Privatinvestor gewinnt, dann verliert der Emittent. Nein, das ist nicht so. Wenn du jetzt, Alexander, du kaufst jetzt Optionsscheine. Machen wir mal ein rundes Beispiel, 100.000 Stück auf, von mir aus Allianz. Dann wird der Emittent sofort diese 100.000 Stück, je nachdem, was es für eine Basis ist, hedgen.
Und der Emittent gewinnt dann wenn die Aktie hochgeht, an der Aktie und du gewinnst am Schein. Aber dadurch, dass dann auch an der Volatilitätsschraube ein bisschen geschraubt wird, sagen wir es mal so, wirst du in dem Moment, in dem du das verkaufst, es gibt ja auch Geld- und Briefkurse, du kaufst zum Briefkurs, zum Ask, aber du verkaufst zum Bid, je nachdem wie da der Spread ist, das ist grundsätzlich in der Theorie der eigentliche Gewinn des Emittenten. Weil der löst nämlich, wenn du deine 100.000 Scheine wieder verkaufst mit einem Gewinn von was weiß ich was und verkaufst sie wieder an den Emittenten oder wen auch immer, dann wird der Emittent seinen Hedge auflösen. Und er hat da Gewinn gemacht und halt auch durch die Differenz zwischen Geld und Brief, Bid und Ask. So sieht es. Hatte am Donnerstag K.O.-Schein von HelloFresh. Die Bewegung der Früh war ziemlich heftig. Bei mir im K.O.-Schein steht Strike von 95, 19 und Knockout bei einer Ader. Das sind Mini-Futures. Das gucke ich mir gleich mal an. Das sind Mini-Futures. Da kommen wir gleich noch dazu, weil hier kommen jetzt hier ganz viele Fragen rein. Die will ich erstmal nacheinander machen. Also, das war jetzt der Alexander. Nee, warte mal, das war der Daniel. Daniel, da komme ich gleich noch drauf wegen den Mini-Futures. So, da sind wir auch beim Thema Spread, ganz genau. Ja, das kommt alles, jetzt wenn ich gleich auf die Homepage gehe. Kann ich dann bei einem K.O. auch Minus machen, obwohl es das Underlying gar nicht bewegt, nur weil die Nachfrage nach dem K.O. sinkt und somit ist es auch, es ist nicht nur die Nachfrage, es hängt davon ab, was das Aufgeld oder andersrum, die Basis des K.O.-Scheins, die ändert sich ja auch. Wenn es ein Open-End-Schein ist, die steigt jeden Tag, da komme ich gleich drauf hin. Philipp, die Frage muss ich ein bisschen zurückstellen, weil das wird alles gleich beantwortet. Was muss man bei der europäischen und amerikanischen Ausübung machen? Oh, da sind wir jetzt bei Louis. Die Frage ist, was muss man bei der europäischen und amerikanischen Ausübung beachten? Also es ist so, das ist jetzt bei den normalen Optionsscheinen, das hat nichts mit den K.O.s zu tun. Europäische Optionen kann man während der Laufzeit nicht ausüben, amerikanische schon. Das war das Problem und dann von Black & Scholes, weil deren Formel war nur gemacht auf europäische Optionen. Das hat nichts mit dem, also europäische Optionen sind von Europa oder amerikanische nur von in Amerika, sondern das ist einfach so eine, ich weiß nicht, wer die Begriffe gegeben hat. Amerikanische sind laufend, ausübbar, europäische nicht. Okay, sorry für die wiederholenden Fragen. Dachte, es sind so viele Fragen, dass man überlesen wird. Nee, das versuche ich nicht zu machen, Philipp. Wann macht es Sinn, zeitlich limitierte Scheine zu kaufen? Hier ist der Spread oft etwas geringer. Auch da komme ich gleich, Sebastian, da komme ich gleich drauf, wenn ich auf der Seite bin von Goldman, da kann ich das zeigen. Sven, das heißt, wenn der Kurs in deinem Beispiel steigt, gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo dieser Schein uninteressant wird? Das würde ich so nicht sagen. Also deswegen, wenn die Aktie weiter steigt, geht der Schein ja dementsprechend mit. Also da ist es nicht uninteressant. Das kann man, also ich kenne Leute, die haben Apple seit 80 und das über K.O.s. Ne? Die haben allerdings Open-End-Scheine und da steigt jeden Tag die Basis. Da komme ich gleich drauf, Sven, weil Hebel zu klein wird. Ja, das ist durchaus ein Argument. Der Hebel wird natürlich dann klein, aber was ich dann halt mache, wenn es mal richtig ordentlich gelaufen ist, ich tausche dann die Optionen. Ich nehme halt eine, die beispielsweise hier, wenn ich jetzt hier irgendeine gekauft, sagen wir mal, hier eine gekauft hätte, 168 mit der Basis 148, wenn man als Beispiel, würde ich wahrscheinlich dann hier oben bei rund 197 die tauschen und würde dann die 168er tauschen, vielleicht in eine 180er. So kann man das umgehen. Also nicht umgehen, sondern so kann man das optimieren. Wo idealerweise Stopp setzt? Okay, das können wir jetzt auch noch machen. Das ist eine gute Frage von Markus. Also angenommen, ich gehe jetzt hier nochmal auf den 4-Stunden-Chart von Allianz. Da. Angenommen, wo gehe ich denn jetzt mal rein? Angenommen, ich sehe von mir aus aufgrund von Fibonacci oder was auch immer, bin der Meinung, hier steigt das Ding. Oder ich bekomme das Kaufsignal hier. Das letzte Verlaufshoch wird überboten und ich kaufe hier. Müsste ich ja den Stop, also mache ich das. Ich gehe ans letzte Verlaufstief, das ist hier, minus 2%. Bei Tesla würde ich 5% machen. Bei Telekom würde es, na gut, jetzt sind sie am Freitag ein bisschen abgesoffen, würde ich 1% machen. Das ist ein bisschen Geschmackssache, aber man muss den Stop irgendwo hier liegen. Das heißt, wenn ich sage, oje, wenn jetzt die Allianz hier durchgeht, unter diesem Punkt, das ist also die 186, dann warte ich noch die 2%, da sind wir ganz grob bei 184 oder sagen wir bei 183, da muss ich eine Basis haben von 179. Und dann muss ich ausrechnen, aha,
nehmen wir mal an, die Basis ist 179 der Option, die ich hier gekauft habe. Dann überlege ich mir von 179 bis zu diesem Punkt, das ist, wo ist denn der? 194, das wären 15, also jetzt ganz grob 15, sprich 1,50 Euro. Dann würde ich sagen, jetzt geht das Ding hier dementsprechend runter. Ich habe jetzt kein Aufgeld gerechnet. Ja, das sagen wir mal, der Schein war 160 oder sowas. Ja. Und dann geht das Ding hier runter auf 186. Was habe ich gesagt? 178er, dann wären das 8,60 plus ein bisschen Aufgeld, 8,73, 75. Da muss ich den hier unten stoppen und das kann ich mir dann ausrechnen. Wenn ich weiß, was das Aufgeld ist, was ich bezahlt habe, wird es in etwa das gleiche Aufgeld sein, wenn da die Aktie runtergeht. So kann ich den Stopp legen. Ja, so würde ich das machen. Wie viel Risiko durch Rückgang eingehen, bevor Stopp? Das muss jeder für sich selbst wissen. Die Frage ist, wie viel Risiko durch den Rückgang eingehen, bevor Stop-Loss zieht? Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich meine, weil der DAX kann extrem schnelle Bewegungen machen und Einzelwerte auch, siehe HelloFresh oder was habe ich hier auf der Liste, so hier so Tarte Lifestyle oder sowas, oder es gibt ja auch Optionen auf Bitcoin, wobei ich habe den noch nie gehandelt. Das muss jeder für sich selbst wissen. Wenn ich einen K.O.-Schein suche, sollte ich die Volatilität beachten? Ja gut, wie gesagt, also die Volatilität bei einer Tesla ist wesentlich höher. Das heißt, das Aufgeld wäre wesentlich höher. Bei dem Beispiel, was ich hier gemacht habe, sagen wir mal so, wäre das Aufgeld hier nicht 5 Cent, sondern bei Tesla wahrscheinlich 40 Cent, nehme ich an. Muss man schon ein bisschen im Auge haben, ja. Aber ich habe persönlich, Tesla ist ein gutes Beispiel. Ich habe nichts gegen Elon Musk, aber ich habe das schon mal gesagt. Wenn der Elon Musk irgendwas sagt, also zum Beispiel, dass er diesen fliegenden Toaster erfindet, der euren Hund Gassi führt, die E-Mails beantwortet, die Post reinbringt und noch einen Liter Milch einkauft, dann glauben ihm die Leute das. Ja, und die hängen an seinen Lippen wie die Skifahrer bei minus 30 Grad am Lift mit der Zunge. Und es ist so. Aber ich habe halt ein Problem damit, wenn der Junge sich abends hinsetzt, kifft sich ein, trinkt einen Whisky, damit habe ich erstmal mit beidem kein Problem, sondern mach mir Bock hat, aber dann rumtwittert. Das ist für mich so ein Problem. Deswegen, Tesla ist extremst Volatilität. Die haben jetzt glaube ich, eine Bewertung von 681 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und die drei großen Autofirmen in Deutschland kommen, wenn ich glaube, auf 160 oder sowas, ja. Ist das gerechtfertigt oder nein? Ich glaube, das ist jetzt jeder Fragen, weil 1000 Leute haben wir 1001 Meinungen. Ja, ist ganz, ganz schwierig. So, Antwort. So, und wie sehen wir so, wo ist hier die Aktie, die Wolle-Aktie-Index? Okay, bei Optionsscheinen steht die nebendran. Wenn ihr auf Seiten geht, wie zum Beispiel OnVista oder wo auch immer, steht die direkt nebendran. Beim Index ist es so, dass die Volatilität eben durch den VDAX gezeigt wird. Beispielsweise. Kannst du auf Inline-Optionsscheine eingehen oder passt das gar nicht ins Thema? Tatsächlich, Michael, es passt nicht rein. Inline, ich nehme an, du meinst, weil da gibt es nämlich verschiedene Worte, Inline, auch Korridorscheine, ja, die also sobald, das wäre eine perfekte Sache gewesen. Hier zum Beispiel Inline-Scheine, die heißt dann jetzt hier bei Allianz, wo ist jetzt da die Aktie hier, 194, sagen wir, das wären Inline-Scheine 180 zu 210 und solange die Aktie da drinne bleibt, verdient man. Aber wollte ich eigentlich hier nicht machen, also muss ich jetzt nicht. Sven Nassi, handle ich, so, was ist das hier? Handle ich mein K.O. immer direkt mit dem Emittenten oder mit anderen Marktteilnehmern? Weil man ja immer von dem Emittentenrisiko spricht. Wenn ich allerdings mit anderen Marktteilnehmern handle, ist der Emittent doch raus. Nee. Also das ist so. Bei einer Emission von einem Optionsschein, mein Kenntnisstand ist, das sind immer 5 Millionen Stück. Aber das kann sich auch geändert haben. Das weiß ich nicht. Ja, die sind raus. Der Emittent begibt die. Und dann irgendwo wird es empfohlen, irgendwelche Leute kaufen die. Der Emittent stellt einen Preis auf seine Seite. Das nennt sich OTC. Man kann aber zu dem mehr oder weniger gleichen Preis handeln auf Börse Frankfurt, Börse Stuttgart. So, jetzt bin ich der Emittent und du, Philipp, kaufst jetzt die Scheine über Börse Stuttgart. Ja? Ja, dann wird halt von meinem Emissionsvolumen 5 Millionen werden halt x 100, x 1000, was auch immer du kaufst, nicht abgezogen, die werden benutzt. Ja, die werden einfach benutzt. Und wenn ich als Emittent jetzt pleite gehe, dann hast du ein Problem.
dann ist es einfach weg. Es sei denn, du handelst über GetEx. Das ist ja die Börse München. Da gibt es ja so eine Art, ich weiß nicht, das ist wie, ja, wie eine nicht Garantie, sollte ich nicht sagen, aber genauso wie an der Eurex, da zahlt man also auch so eine Provision und damit steht die Eurex, sprich der Teil von der Börse, damit gerade. Ja, es gibt Emittentenrisiken, die gibt es, die sind nicht von der Hand zu weisen. Also die sind rein, nicht nur rein theoretisch da, die sind auch praktisch da. Tja, also Lehman Brothers, da gab es ja auch Scheine von denen. Ich weiß nicht, wie es letztendlich ausgegangen ist. Bis zu einem gewissen Punkt sind die geschützt, das weiß ich nicht, ja. Die Emittenten, die ich jetzt hier so sehe, da gibt es vielleicht auch ein oder zwei, die einfach kleiner sind als die anderen. Ob die deswegen mehr Risiko haben, weiß ich nicht. So, je höher der Spread, desto volatiler. Das würde ich nicht sagen. Andreas, nicht, dass wir uns jetzt, der Spread ist der Spread zwischen Geld und Briefkurs, nichts anderes. Aber ja. Wenn, wie bei dem Trump-Beispiel vor 4 Jahren, auf einmal der Schein gestellt wird, 23 Cent zu 2 Euro, dann kannst du davon ausgehen, dass der zugrunde liegende Wert sehr volatil ist. Ja, so würde ich das mal sagen. Okay, ich denke, definierst du für Scheine auch einen Take-Profit? Nicht unbedingt für die Scheine, in erster Linie für die Aktie. Wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, sagen wir mal, hier hatte ich das. Da. Das ist Allianz, da habe ich auch mal einen Film drüber gemacht. Wenn die Allianz die 160 brechen, gehe ich davon aus, die gehen mal eine ordentliche Etage tiefer. Wenn ich dann also jetzt hier bei 159 und so irgendwelche Verkaufsoptionen kaufe, rechne ich mal aus, was erwarte ich denn, bis wohin die Aktie geht. Ich habe die nicht hier gesehen, ich habe sie sogar noch tiefer gesehen bei 140. Also lege ich da automatisch schon mal einen Briefkurs rein für die hier gekauften Puts, dass ich die hier verkaufen will. Wenn ich dann sehe, dass sich Böden binden, dass Kaufsignale kommen, aufgrund von zum Beispiel hier die Stochastik steigt, wie auch immer, dann passe ich den natürlich sofort an und gebe mindestens einen Teil, mindestens, und nehme diesen Gewinn mit. So, jetzt sind im Moment mal keine Fragen. Haltet euch mal gerade ein paar Minuten zurück, weil ich will jetzt mit euch hier weitermachen, und zwar mit diesem Punkt, wo soll denn jetzt, wo ist die Liste hier? Basis finden. Ich will auch dieses Beispiel euch noch zeigen hier. Die Allianz habe ich jetzt die Basis 140, dass wir die hier sehen, und eine Basis 165. Da suchen wir gleich Scheine raus. Jetzt will ich aber noch einen Wert mit euch machen, wo es noch relativ einfach ist, leicht zu sehen. Weil ich habe dieses Beispiel genommen, dass wenn wir schon hier oben sind, wo nehme ich eine Basis? Jetzt mache ich mal eins, wo es ein bisschen einfacher ist. Das hier sind die SAP. So, SAP. Tageschart. Eine Kerze, ein Tag. Ich behaupte schon seit Tagen, wenn die SAP über die 103,5 geht, aber mit Schlusskurs einer Stundenkerze und bitte nicht 103,51, sondern sagen wir mal 104, würden sie positiv werden und haben hier eine riesengroße Kurslücke, können durchaus hier bis 117 gehen. Das sage ich schon seit Tagen im Chat. Das wäre als zum Beispiel für mich ein Kaufsignal. Aber nochmal, die Conditio sine qua non ist, Sie müssen mindestens mit einer Stundenkerze über 100, sagen wir mal 103,75 sein. Beim DAX-Index ist das immer bei mir, so nenne ich das in den Filmen, die 13.475. Nicht 13.460 oder 65, das ist auch 75. Dann entstehen meines Erachtens nach Kaufsignale, wenn die Stundenkerze drüber ist. So, dann geht es dementsprechend hier hoch. So, dann haben wir hier unten, wenn die hier drunter gehen, unter das letzte Verlaufstief, und das ist jetzt zum Beispiel 57, 51, schaut mal, da liegen auch die Bänder, oberes, unteres Band. Ja, ist erstaunlich, dass das so parallel läuft. Ja. Wenn die hier drunter gehen, sagen wir mal 97 mit einer Stundenkerze und da schließen, muss ich davon ausgehen, dass sie sich auch hier nochmal wenigstens ungefähr auf die 90 bewegen. Also wäre jetzt hier, wir bleiben jetzt mal nur beim Call, wir machen jetzt heute keine Puts. Wenn das Ding hier rüber geht, dann suche ich mir eine Basis, die hier drunter liegt. Wir haben also hier oben, das Kaufsignal kommt bei 103, sagen wir mal 60 mit Schlusskurskerze. Dann würde ich einnehmen, der tiefste Kurs hier war 57,35 minus 2, ja doch, 2%. Da wären wir also bei, sagen wir mal, 95er Basis. Und damit fangen wir jetzt mal an. 95er Basis. Das ist also die Option, die uns interessieren würde. Wir bereiten uns einfach vor. Ja.
Gut, und dazu mache ich Folgendes. Hier sind Basis finden. Das haben wir jetzt gemacht. Das ist ein schönes Beispiel hier und ich glaube, bei dem bleiben wir auch. Ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr. Ich will euch hier nicht da über Gebühr strapazieren. Aber das ist ein schönes Beispiel. Mal angenommen, die SAP gehen über die 103,5. Ich habe keine Position in dem Wert, deswegen kann ich das auch sagen. Deswegen gibt es auch keinen Disclaimer. 103,5, schwenkt drüber, dann wäre die Basis, die wir suchen, eine 95er. So. Basis finden haben wir gemacht, Hebel erklären habe ich gemacht, Emittenten finden. So. Auf YouTube, wie gesagt, gibt es den Film über OnVista. Bei TraderFox, und das ist die Software hier, gibt es auch die Möglichkeit, ich gehe hier auf SAP, da bin ich schon drauf, die sind hier, da klicke ich dann da drauf und dann kommt hier eine Derivate-Box. An der habe ich immer mitgearbeitet, finde ich ganz toll. Da gibt es verschiedene Emittenten. Suche ich mir den Emittenten, aber ich bin nicht dabei, euch zu missionieren, zumindest nicht an diesem Punkt. Ja, habt ihr hier fünf verschiedene Emittenten und sagt dann einfach, ich möchte jetzt gerne wissen, wie steht bitte ein 95er Schein? Ich gehe jetzt mal nur auf egal. Egal heißt Laufzeit, egal ob limitiert oder unlimitiert. Das machen wir jetzt gleich mit. Sagen wir mal hier 95, gehen wir ein bisschen hoch. 18, da sind wir auch schon. Hier ist schon die 94er. Ja, ich will aber eine 95er haben. Ich sogar noch ein bisschen höher. Ich könnte es ausrechnen. Hier kommen wir recht gut hin. Jetzt kann ich hingehen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, es ist Sonntag. Da sind es keine kompetitiven Preise mehr. Da sind die halt hier 4 Cent auseinander oder 3 Cent meistens oder oftmals sind die so. Hier sind es auch wieder 4 Cent. Mal gucken, hier sind es 2, hier sind es 6 Cent. Klar, am Freitagabend um 22 Uhr schalten die Maschinen ab und da werden die Spreads auseinandergenommen, also verbreitert. Das hat dann nichts mit steigender Volatilität zu tun, sondern da wird einfach nichts mehr gehandelt. Das heißt, wir können sie jetzt nicht direkt vergleichen wie in einem Echtmarkt. Können wir jetzt leider nicht, ja. Aber so kann man dann hingehen und sagt dann, okay, das ist ein 94,93er Schein, der kostet so viel. Dann kann ich ausrechnen, 94,93 ist die Basis plus 0,52 Cent, also es sind 5,2, 5,20, dann wäre der Preis 100,13. Wie waren denn die? Ja, so 100,13 und das heißt, die Aktie ist bei 99,40, da ist also die Option 60, das heißt, Sie müssten sogar hier kaufen. Nehmen wir mal die Mitte oder den Preis hier, 49,46, dann sind wir bei 53,5, 63,5, 66,5 Cent auf Geld. Da müsst ihr halt überlegen, ist es euch das wert oder nicht. Ja. Aber das wäre jetzt hier bei der 95er Basis, in diesem Fall 94,93. Jetzt können wir mal hier schauen, ob wir das hier mal vergleichen können. Ihr seht hier, steht Laufzeit bis, das ist jetzt einer bis zum 19.03.2021. Wenn ich jetzt, ja, es ist natürlich blöd, weil es keine Echtzeitkurse sind. Dieser Schein ist höher, und zwar um 7 Cent als der, und ist trotzdem billiger, 1 Cent billiger als der. Ist dieser Schein günstiger? Das ist der sogenannte limitierte Schein, das wäre jetzt hier. Das heißt, der hat eine Laufzeit bis zum 19.03. Während dieser gesamten Laufzeit ändert sich die Basis nicht. Das ist immer die gleiche. Die bleibt immer gleich. Bei dem hier ändert sich die, das ist also ein unlimitierter, ein Open-End-Schein, ändert sich die jeden Tag. Und die Basis, das auszurechnen, aber da weiß ich nicht, ob das reicht jetzt nicht aus, ist der LIBOR, London Interbank Offered Rate, Zinssatz. Ja, und deswegen ändert sich, steht dann, sagen wir mal, am Ende der nächsten Woche steht dann hier nicht 94,93, sondern 94,95. Beim DAX ist es im Regelfall so ganz grob, ein Dreiviertelpunkt pro Tag. Und da war die Frage vorhin, wie man das machen kann, wenn man so auf 2 Wochen spekuliert. Angenommen, sagen wir mal, ihr spekuliert auf 4 Wochen und kauft diesen Schein. Und ihr geht dann in Urlaub. Wird der Schein nicht mehr 94,93 sein, sondern vielleicht 95. Der ändert sich. Und das Problem für euch ist, also jetzt bei so einem kleinen Wert wird das nicht viel machen, also Kleinwert im Sinne von kein DAX-Wert, also kein DAX selbst, kein DAX-Index, aber im DAX-Index in 4 Wochen, sagen wir, es sind 20 Handelstage plus Dings, da ist der schon mal 30 Punkte höher. Da muss man höllisch aufpassen mit dem Stop.
Das muss man versuchen reinzurechnen. Und das ist gar nicht einfach. Also wenn ich jetzt 4 Wochen in Urlaub gehen würde und habe die Meinung, der DAX geht hoch, würde ich mit ziemlicher Sicherheit einen nehmen, der zeitlich limitiert ist, weil ich mich dann nicht den Kopf machen muss, dass sich hier die Basis ändert. Das ist das eine. So, dann habe ich gerade eben hier eins gesehen, das wollte ich auch erklären. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Hier. Da. Hier ist die K.O.-Grenze 97,17. Das war auch eine Frage vorhin. 97,17, aber der Basispreis ist 95,34. Sowas nennt man Mini-Futures. Das heißt, wenn jetzt ihr kauft das Ding zu diesem Preis hier, der wird natürlich berechnet hier auf die 95. Ja. So, und jetzt fällt die Aktie auf 97,17. Dann wird der ausgenockt. Dann hat der Händler, sprich der Emittent, meistens 3 Stunden Zeit, um seinen Hedge, den er hat, in Aktien oder was auch immer, aufzulösen. Deswegen, ich persönlich mag diese Mini-Features nicht so gern, weil in dem Moment, in dem die ausgelöst werden, hat der immer noch 3 Stunden Zeit, um den Hedge aufzulösen. Und dann ist vielleicht die K.O.-Grenze nicht 97,17, sondern die werden abgerechnet mit 96,50. Das fände ich doof. Während ich also hier genau weiß, okay, bei 94,61, das hat Geld gekostet, blöd gelaufen, falsch gesehen, habe ich hier immer noch ein Risiko drin. Das gefällt mir persönlich nicht so, aber die erfreuen sich großer Beliebtheit. Ja, ich habe das einmal nur durch Zufall gehandelt, aus Versehen, das habe ich sofort wieder zugemacht. Weil ich möchte lieber wissen, was ich wann, wo, wie verliere. Das ist für mich eine Imponderabile hier, weil wie gesagt, der K.O., die K.O.-Grenze muss nicht das sein, was euch abgerechnet wird. Denn abgerechnet sollte euch werden diese Differenz hier von 95,34 auf 97,17. Sollte euch abgerechnet werden. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Also ich mag den nicht so. Aber weil das war vorhin auch eine Frage. Jetzt guckst du mir mal, ist das sicherste, wenn ich an die Signallinie Bollinger Band halte? Nein. Nein. Was auch immer deine Meinung ist, Andreas, wonach du Stops legst, kaufst oder wie auch immer, das ist nicht Thema von diesem Ding hier. Dafür gibt es ganz viele. Ich habe den 5-Punkte-Plan. Ich arbeite mit den Bollinger Bändern, aber es ist nicht die Signallinie, an die ich mich immer halte. So. Okay. In welchem Szenario unterscheiden sich Basispreis und K.O.-Grenze? Ja, das ist das jetzt hier, ne? Also, glaube, das fragt der Thomas um 18 Uhr und jetzt 18.11 Uhr. Ich denke, damit habe ich die Frage beantwortet, ja? Also, das ist dieser Unterschied. Das nennt sich Mini-Futures. So. Aber ganz kurz zurück. Das ist also eine Methode, aber da habe ich halt hier nur diese 4 Emittenten. Mehr habe ich nicht. Die Deutsche Bank wurde jetzt ersetzt. Achso, wo ist denn jetzt hier? Ne, die ist gar nicht mehr drin. Ja, dann kam die UBS rein, jetzt ist die UBS auch raus. Ne? So, und jetzt zeige ich euch eine andere Geschichte. Wo sind wir denn hier? Moment, wir sind jetzt hier. Oh, hier wird ein Kind erschlagen. Ist wahrscheinlich der Nikolaus gestorben oder so, und jetzt wird das Kind erschlagen. Hebel erklären, habe ich gemacht, Emittenten finden. So, da kommen wir jetzt drauf. Also, da gehe ich mit euch auf eine neue Geschichte. Wie gesagt, auf YouTube gibt es einen Film mit OnVista. So, und ich zeige euch jetzt das hier. Das haben die ganz neu aufgelegt. Das ist von Goldman Sachs. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dieses Webinar wird nicht gesponsert von einem der 3 Emittenten, die ich jetzt nenne. Ich kriege dafür keine Kohle. Das ist höchst freiwillig, privat und sonst was. Ja. Und ich zeige euch einfach, mit welchen ich arbeite. Nochmal, ich will euch nicht missionieren. Es ist euer Ding, mit wem ihr handelt. Ich will euch aber wenigstens erklären, wie könnt ihr Scheine vergleichen. Das ist die neue Homepage von Goldman Sachs. Und das schaut ihr euch hier mal an. Das mache ich auch nur ganz kurz. Da kriegt man Geld zurück. Wenn man über diese Scheine handelt, lest euch da mal diese mehr Informationen an. Da geht es also nicht nur um die Scheine von Goldman Sachs, sondern auch die von Société Générale, von UniCredit, von HSBC, von Lang und Schwarz, von was auch immer. Und wenn ihr euch dann hier verschiedene Trades macht und unter Bedingungen, die hier drin stehen, dann gibt es da richtig Kohle zurück. Ja, das müsst ihr euch mal anschauen. Jetzt möchte ich mal die Emittenten sagen, warum ich mit denen arbeite. Das ist jetzt vielleicht ganz sinnvoll. Also, bei mir ist es so, ich handle fast ausnahmslos von 100 Trades 99 mit Goldman Sachs, was Indizes angeht. DAX, Gold, Nasdaq, Dow Jones, wie auch immer. Es geht nicht immer nur darum, wer den engsten Spread hat oder wer den tiefsten Preis hat. Es geht darum, wenn es mal Probleme gibt. Ich hatte nie Probleme mit denen.
Noch nie. Noch nie. Und wenn, wurden sie gelöst. Also, aber ich glaube, ich hatte mit denen tatsächlich noch nie Probleme. Ich habe es bei Goldman Sachs schon erlebt, dass die bis 5 Punkte vor dem Knockout von einem Indexschein noch den Preis inklusive Aufgeld hatten. Das fand ich also faszinierend. So bin ich mit denen dann näher gekommen. Ja, es gibt manchmal irgendwo einen Schein von irgendeinem Emittenten, der vielleicht 2 Cent billiger ist. Aber die Erfahrung habt ihr bestimmt schon mal gemacht, wenn ihr ein Problem habt mit dem Emittenten und ruft da beim Helpdesk an. Sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht unbedingt positiv, muss ich ganz klar sagen, ja. Entweder habe ich da so einen jungen Schnösel dran und der versucht mich einfach für blöd zu verkaufen. Das ist also schon ganz oft passiert. Ja, oder ich werde irgendwie abgewimmelt. Ja, das steht in den Bedingungen drin oder irgend sowas. Ne? Hatte ich das Problem hier jetzt, also da nicht, mit allen, die ich nenne, hatte ich das noch nicht. Ich mag das sehr gut, was bei Goldman auch noch toll ist, das ist diese Geschichte hier, das ist Know-how, das habe ich im Chat immer mal wieder reingestellt, das sind die verschiedenen Broschüren, die kann man sich hier wieder ansehen oder registrieren, dann kriegt man die automatisch per Mail, ich habe da auch schon reingeschrieben, oder der Wieland Staul, da geht es nicht nur um irgendwie deutsche K.O.-Scheine, sondern da geht es auch mal, wie sieht denn jetzt Indien aus, oder was passiert mit den Zinssätzen, oder wie ist die Trump-Wahl einzuwerten, oder wie auch immer, und das sind also Leute nicht nur von Goldman Sachs, die da reinschreiben, ich finde, das ist absolut lesenswert. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte, gibt es hier unter Know-how. Dann, was ich gerne nehme für Einzelwerte, ist die UniCredit. Die UniCredit, muss man hier zeigen, die gilt als eine der kleineren Häuser. Aber ich finde immer, auch wenn ich mit denen spreche, die haben Hunger, die wollen größer werden. Ja, immer wieder sehe ich, dass die in den DAX 30 werden. Dass die die besten Preise haben. Immer wieder. Andere haben bestimmt auch gute Preise. Aber auch hier, ich hatte noch nie ein Problem mit einer Abwicklung. Noch nie. Ja, oder mit irgendeinem Schein. Ich hatte noch keins. Ja. Also ich handle die sehr gerne und stelle aber meistens fest, dass die Preise sehr gut sind. Die haben auch dieses Tool auf ihrer Seite, UniCredit One Markets, haben die dieses Tool hier auch als sogenannte White-Label-Lösung. Und kann man sich da einfach freischalten. Und dann habe ich hier unten so ein Ding, heißt dann hier Profi-Tool, und da habe ich zum Beispiel meine ganzen Formeln reingeschrieben. Für die Anfänger unter euch. Ja. Ich liebe den Trader Fox. Der weiß, Simon und ich, wir sind ein Kopf, ein Arsch, was das angeht. Ja, wir mögen uns. Und wenn ich hier irgendwie was Blödes sehe, dann sage ich das auch gleich. Dann, jetzt war das hier UniCredit, ja. Die haben, wie gesagt, dieses Profi-Tool, was also eine White-Label-Lösung ist, und ich finde immer sehr, sehr gute Preise. Dann habe ich Trinkaus und Burkhardt, handle ich sehr gern, insbesondere die DAX-Werte 31 bis, was weiß ich, 80. Fallen die mir immer wieder auf, haben sehr guten Markt und haben ein hervorragendes Helpdesk. Also richtig, richtig gut. Und was sie haben, das ist absolute Pflichtlektüre für mich und ich versuche das auch jedem meiner Schüler beizubringen, ist der Newsletter. Die haben einen täglichen Newsletter, meistens das ist der Index und dann 2, 3 Aktien. Das ist absolute Pflichtlektüre. Da sind so Leute dabei wie Matthias Hüppe oder, wenn ich sehr schätze, den Jörg Scherer. Jörg macht zweimal im Jahr ein Langfristseminar, das wird dann gezeigt, ich glaube, über finanzen.net oder auch bei Trinkhaus selbst. Die sind absolut sehenswert. Ja, da hole ich mir ein bisschen Popcorn, kein Scheiß, ein bisschen Popcorn, hole mir ein Bier oder eine Cola und setze mich dann davor und lasse ihn reden. Das ist herrlich. Ja. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Analyst. Das sind also diese drei, mit denen ich am meisten mache. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer reinkommt, ist relativ gering. Es ist mir auch egal, ob einer irgendwo mal einen Cent billiger hat. Ich weiß, was ich an denen habe. Deswegen sind die anderen, ich darf ja nicht sagen, die sind schlecht oder so. Es ist einfach nur, ich mag das. Die machen alle während den Auktionen, frieren die Preise ein. Ja, handeln aber alle die Indexprodukte ab 8 Uhr. Und es wird Tendenzen geben, dass die Einzelwerte also auch früher als 9 Uhr gehandelt werden. Ja. Ich finde und die haben teilweise Spreads, also Goldman zum Beispiel stellt eine Buyer nicht auf 1 Cent, sondern auf 0,6 Cent. Sowas zum Beispiel. Wer das mag, ein größeres Size hat, macht was aus. Gut, das ist also zu mir. Jetzt gehen wir auf die Produkte. Wir hatten gesagt, wir suchen, ich mache jetzt ein SAP, warte, jetzt gucke ich erstmal nach Fragen. So, warte mal, da mache ich gerade mal die Fragen. Was ist denn der Vorteil Mini-Future-Scheine? Ja, also früher, Mini-Futures, das war das, was ich eben sagte. Ich weiß nicht mehr, was genau das Beispiel war. Sagen wir mal, der K.O. ist 100, aber der Strike ist 95, dass man dann
die vermeintlichen Sicherheit hat, aber ich habe auf jeden Fall 5 Euro gerettet. Das ist aber nicht so, weil, wie gesagt, der Emittent bis zu 3 Stunden Zeit hat, den Hedge aufzulösen. Ich kann euch nicht sagen, wo der Vorteil ist. Ich weiß, die werden gehandelt, es gibt eine Nachfrage. Ich mache sie nicht. Sorry, Markus. Also ich handle die nicht, ja. Mit Basispreis und K.O. identisch sind. Das ist das, was ich, Andreas, eben sagte. Ich persönlich mag K.O. gleich Strike. Also in meinem Beispiel nicht 100 und 95, sondern 100 ist 100 ist 100. Dann weiß ich genau, was es kostet. Also weg von dem Smart Futures. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt die Smart Mini Futures sind. Der Name sagt mir jetzt gar nichts. Also ich will euch nicht sagen, geht nicht in die Mini Futures rein. Ich sage, ich handle die nicht. Dann, HSBC sind sehr gut. Gibt es, also, was ist das hier? Gibt es Strategien? Wann benutze ich einen Open-End-Schein? Oder soll ich im Moment besser einen Smart Mini-Future nehmen? Oder ein Mini-Future? Oder welchen Sinn haben die Mini-Future oder Smart Mini-Future? Ja, also, Daniel, ich habe es jetzt gerade eben gesagt, das ist so eine vermeintliche, ja, ich möchte mal sagen, Kapitalgarantie. Also, nach dem Motto, ich kriege auf jeden Fall 5 Euro zurück. Ich weiß nicht. Also, an hektischen Tagen kann das ein Druckschluss sein. Ja, das ist das eine. Ob ihr jetzt zum Beispiel einen Open-End-Schein nehmt, das mache ich jetzt hier gleich, meine Ding. Das erkläre ich jetzt gleich. Okay, machen wir so. So. Kannst du den Namen des kostenfreien Trading-Tools Unicredit nochmal nennen? Warte mal. Da muss ich hier rein. Da. One Markets. Ich hätte dich falsch geschrieben, so wie es gehört. Und ich kann dann mal mit. Muss ich anders machen. Uni Credit One Markets. So, gehen wir hier. One Markets. Das ist die Seite. Einstellungen sichern, akzeptieren. Das ist der Emittent Deutschlands. Ist es nicht schick. Produkte, Tools, da kommen wir her. Trading Desk, hier ist es gleich. Und da muss man sich das dann runterladen. Und das gibt es dann auch hierfür, für als App. Da muss man sich das runterladen, Michael. Da musst du mal schauen. Und was dann halt der Unterschied ist, das ist dann hier, hier unten gibt es so ein Ding, bei mir heißt es zum Beispiel Vorlage BOT. Das sind, weil ich das mal in der BOT immer dabei habe, dann sind diese ganzen Sachen hier voll fest eingestellt, die Bänder in einem bestimmten Bereich, das MACD oder die Stochastik, weil ich die anders einstelle als viele andere. So habe ich den dann eingestellt und hier heißt es Vorlage BOT und da heißt es, ich glaube, ich habe es Profi-Tool genannt und stand dann dementsprechend sind das diese Einstellungen. Gibt es auch ein Erklärvideo zu. Dann wurde immer mit Steuer begründet von einigen Experten. Ich nehme an, da geht es um den Unterschied zwischen den Mini-Futures oder den Dings. Das weiß ich nicht genau. Kannst du kurz erklären, warum bei zeitlich limitierten Scheinen das Spread bzw. Aufgeld-Odd-Ratio geringer ist? Und ich habe zumindest den Eindruck, dass es so ist. Das ist schlicht und ergreifend eine Zinsfrage, eine Refinanzierungsfrage, Sebastian. Das muss man gucken. Und es gibt eine Periode im Jahr, da muss man sehr, sehr aufpassen und da muss man sich genau über die Preise informieren, was wir jetzt gleich hier machen werden. Das ist die Dividendenzeit. Da muss man einfach gucken, weil die Dividende sollte in den K.O.-Schein eingepreist sein. Da muss man wirklich sehr schauen. Aber jetzt machen wir mal dieses Beispiel, damit ihr das jetzt anhand von dem Ding hier versteht. Weil ich kann mir vorstellen, wir haben 18 und 22, mich stört es nicht, wenn es bis, was weiß ich, 19 Uhr oder sowas geht. Ist mir egal, solange ich hier Wasser habe. Und in spätestens 38 Minuten auch eine Jump Diffusion. Sprich, den Apfelsaft mit dem Absinth brauche ich. Wir gucken jetzt mal hier nach SAP. Also so funktioniert das. Ich bin hier auf Produkte gegangen, sage Kategorie Knockouts. Jetzt fragt er mich hier Basiswerte. Und ich sage jetzt mal SAP. So. Wenn jetzt, ich habe das neulich gesehen, mache ich mal ein Beispiel, wenn man eingibt TUI. Da kommen alle Werte, die Reihenfolge TUI haben, also Intuit oder Intuitive Surgical oder TUI. Muss man also ein bisschen gucken. Wir sind aber bei SAP. So. SAP, hier sind sie. Das ist auch der letzte Kurs. Muss gerade mal schauen, was ist denn das, der letzte Kurs? Euro.
Das Nixeta, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das stellen die selbst zur Verfügung. Das ist also der letzte Kurs vom Freitagabend, 22 Uhr. Auf welcher Basis auch immer. So, das sind jetzt alle Scheine. Guck mal, es gibt 3.472 Scheine. Calls und Puts. Unlimitiert, zeitlich limitiert, Mini-Futures und normale Futures. Also alles. Das sind die Scheine jetzt hier. Ich sage jetzt mal, meine Behauptung war, wenn die SAP, wo ist jetzt mir mein gespeicherter Chart? Da. Ist er das? Ja. Nee, so nicht. Und das ist der hier. Na, guckst du ja. Meine Idee ist, wenn wir über die 103,5 gehen, dann möchte ich gern den Schein suchen, der hier drunter liegt. Minus 2%, also minus in diesem Fall 2,5 Euro, also hier bei 95. Das ist jetzt die Ausgangslage. So, ich habe jetzt hier erstmal alle Scheine drin. Ich sage so, ich möchte gerne, ich kann wählen zwischen Long oder Short, ich will ja Long gehen. Guckt immer mal auf diese Zahl hier. 3.472, ich gehe Long. Da sind wir jetzt bei 1.628. Erstaunlich, ne? Es sind deutlich mehr Verkaufsoptionen da als Kaufoptionen. Für mich ist das so eine Info, die möchte ich gerne haben. Die habe ich im Hinterkopf jetzt irgendwo gespeichert. Ja? Kommt natürlich daher, weil viele Scheine, K.O.-Scheine sind gestorben, als die Aktie von 122 runterging auf 100. Ja? Mein Gott, war das ein Sterben an Scheinen, ein Wahnsinn. Wenn ein Schein stirbt, ist er nicht mehr im Risikoprofil der Bank. Aber glaubt euch, das hat den Banken wehgetan, dieses minus 22%. Das hat denen wehgetan. Das mochten die gar nicht. So, Hebel, ich behaupte nach wie vor, ich habe nie eine Option nach dem Hebel ausgesucht. In unserem Beispiel ist es so, dass bei 97,5 die Unterstützung liegt. Und davon nehme ich eine Toleranz und da bin ich bei 95. Da ist mir der Hebel egal. Den rechne ich noch nicht mal im Kopf vor. Das ist mir völlig wurscht. Aber ihr könnt es hier dementsprechend so machen. Ich mache das nicht. Jetzt steht hier Knockout. Ich möchte jetzt gern wissen, was für Scheine gibt es von 94, was weiß ich, 80 zu 95,20. So, dann sage ich los. Jetzt sind wir nur noch bei 23 Scheinen. Jetzt sage ich Typ. Das hier ist der Mini-Future. Das war eben in unserem Beispiel so, der Schein wird gestoppt, wenn es bei 100 ist, aber der Strike-Preis ist bei 95. Die will ich nicht. Schauen, ob es hier welche gibt. Müssen wir mal gucken, so auf die, ja, hier gibt es so Zeug. Da ist es. Ich will die nicht. Ich will die ohne Stop-Loss, so nennen die es hier, die Turboscheine. Die Turbos. Jetzt sind wir nur noch bei 13. Eben waren es 3.400 noch was. Jetzt sagen wir die Laufzeit. Ich bin jetzt in den nächsten Tagen da. Ich kann Open End nehmen. Ich kann einen nehmen, der hat eine Laufzeit von 3 Monaten. Sagen wir mal so, in dem Moment, in dem ich davon ausgehe, dass die SAP die 103,5 rausnehmen, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung, dass sie auch relativ schnell eine 110, 115 sehen können. Die Preise zwischen einem Einmonatschein und einem Dreimonatschein sind ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Im Gegensatz zu den Optionsscheinen. Da ist ein Riesenunterschied. Ja, aber den K.O.-Schein sind die ähnlich. Das ist der Jump Diffusion geschuldet, der Berechnung, dem Berechnungsmodell. Also es ist eigentlich egal. Ja, aber ich muss halt überlegen, nehme ich einen Open-End-Schein, das wäre sowas hier zum Beispiel, der ändert warte mal, sowas hier, der ändert jeden Tag die Basis. Oder bin ich jetzt vielleicht 4 Wochen in Urlaub, da möchte ich gern sicher sein und nehme dann den Schein, der immer die feststehende Basis hat für die nächsten Wochen. Das ist eine Geschmackssache. Ich lasse die jetzt mal, damit wir es besser vergleichen können, mache ich mal gucken, alles auf Open End. Da sind wir aber noch bei 9. Es waren also 4 Scheine dabei, die nicht da reinführen. Premium-Punkte interessiert mich jetzt nicht. Da gibt es also hier, wenn man also ein Produkt von Goldman Sachs kauft, kriegt man mehr Punkte, die dann umgewandelt werden in Geld, als bei den anderen Emittenten. Ich finde trotzdem, ich muss sagen, ich habe ja dann auch mitgearbeitet bei dieser Seite. Ich finde es sehr mutig, dass sie das machen. Also ich finde das klasse. Das kenne ich von keiner anderen Bank. Aber vielleicht gibt es das auch da. So, Emittent. Jetzt habe ich gesagt, das sind alle Emittenten, die hier gezeigt werden. Ihr könnt es so lassen und dann habt ihr das Ergebnis 9 Scheine. Jetzt sage ich aber, das interessiert mich alles nicht. Ich will HSBC, ich will Hypo Vereinsbank, ich will Goldman Sachs. Nur diese 3. Mal gucken, was jetzt noch übrig bleibt. Wir sind bei 9. Da sind wir jetzt bei 3. Ja, ist von jedem einer dabei. Das habe ich nicht ausprobiert vorher. Das ist jetzt echter Zufall. Und jetzt kann ich vergleichen. Jetzt kann ich vergleichen, kann sagen, das sind alles die Knockout-Barriere. Das passt Basispreis gleich Knockout-Barriere. Ja, das sind also keine Mini-Futures. Das passt alles. Und jetzt kann ich hier direkt vergleichen. Aha, der 94, so und so kostet so und so viel Cent.
Und hier ist der 95,13er, ist bei 49 Cent. Mir wird ja alles, das Bezugsverhältnis angegeben, das Aufgeld angegeben, wird mir alles gezeigt. Wenn ich jetzt so auf den ersten Blick drauf schaue, die kann ich ja auch nochmal vergleichen. Ja, guck mal hier, das ist ein 95,14er von der UniCredit und das ist ein 95,13er von HSBC. Also müsste doch eigentlich der Unterschied hier nur 1 Cent sein. Ist aber schon 3 Cent. Das heißt, in diesem direkten Vergleich, muss ich gerade mal schauen, das sind 20 Cent. Oh, das sind 20 Cent, die liegen, ja. Der liegt minimal vorne, der von der Trinkhaus. Liegt minimal, also minimal vorne. Ja. Würde ich den jetzt zum Beispiel nehmen, ja, beispielsweise. So gehe ich daran. Dann habe ich den, wenn man jetzt hier drauf drückt, weil ihr vermisst hier vielleicht die Kennnummer, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann habe ich dann hier noch den Chart von dem Ding. Und wenn man dann hier kaufen drückt, dann leitet das System euch, wenn ich es richtig verstanden habe, rüber auf euer Konto. Wenn ihr dann da drauf drückt, dann weiß das System, aha, du bist hier rüber gekommen, und dann bekommst du einen Premium-Punkt. Die kannst du dann sammeln, dafür gibt es dann halt Kohle. So, und hier werden die Dinger dann nochmal verglichen mit den anderen, kann man dann auch nochmal schauen. Wie gesagt, ich will euch nicht missionieren. Wenn ihr mit irgendeinem Franzosen oder mit einem Schweizer oder mit wem auch immer handelt, seid damit glücklich. Macht es. Das ist meine Herangehensweise. So mache ich das. Jetzt gucke ich gerade mal nach Fragen. Jetzt wird es Fragen geben. Also, genau wegen Verlust, das war das. Da ich erst spät eingestiegen, musste ich arbeiten. Gibt es dann wirklich als Aufzeichnung? Ja, ja, das muss irgendwo aufgezeichnet. Ich gucke gerade nochmal, ob da irgendwie so eine Aufzeichnung läuft. Weil, ja, ja, das läuft irgendwo. So. Deshalb kann man, also ich gebe das noch bekannt, das ist entweder, ich mache das auf jeden Fall im YouTube-Film, das ist entweder im auf der Seite von Mario Lüdewan oder von mir auf schlegel-trading.com, irgendwo da wird es gezeigt. Ich glaube nicht, dass ich es auf YouTube reinmache. So, weshalb kann man ausgenockte K.O.-Scheine kaufen? Was? Kann man nicht kaufen. Wieso? Ausgenockte K.O.-Scheine kann ich nicht kaufen. Trading das von Goldman Sachs sieht besser aus, wie die von der Stuttgarter Börse. Ja, das ist also das Finden von den Scheinen finde ich hier gut, weil ich halt alles hier direkt vergleichen kann. Also ich finde über diese Seite einen Schein schneller als zum Beispiel über Onvista. Aber trotzdem, wenn ich weiß, wenn ich weiß, dass ich einen DAX-Schein kaufe, muss ich nicht erst auf die Seite gehen. Da, für die Leute, die das haben, gehe ich halt hier drauf, sage hier beim Trader Fox, bitte zeig mir alle Scheine von Goldman Sachs und da habe ich sie. Zack, sind sie. So suche ich die Scheine raus, die ich euch morgens im Chat mache. So suche ich die raus. Dann suche ich auch, wo ist das letzte Verlaufstief, wo ist das letzte Verlaufshoch. So mache ich das. So komme ich darüber. So, kann dann mal einen Schluck trinken. Schein finden. Oh, wir sind so gut wie durch. Leute, stellt mir Fragen. Ich mache das jetzt, ihr seht die nicht. Ich lese, aber ihr merkt schon, ich lese die mal vor. Kann man das Video nochmal sehen. Ja, ja, also wie gesagt, ich mache gerade eine Aufzeichnung, der Jan Kringel, der mir hilft, der irgendwie wird das funktionieren, kriege ich das. Und ich gehe davon aus, es ist irgendwann Montag, Dienstag auf der, entweder auf meiner Homepage oder auf der von Mario, aber ich glaube nicht, dass sie es auf YouTube ranmachen. Wonach entscheidest du, ob du einen Schein kaufst, praktisch, sofern das Kapital vorhanden? Na ja, gut. Gehen wir zurück zu dem Schein von SAP. Das sind im Moment der 4 Stunden und das ist der Tageschart. Das sind halt für mich jetzt die entscheidenden Eckpunkte, so wie im DAX die 13.000 und die 13.475. Ich bereite mich vor, so wie wir es gerade eben gemacht haben. Ich suche mir halt hier einen 95er SAP-Schein, kann aber natürlich auch gleich sagen, wenn wir dann da durchgehen, muss ich einen Put haben und dann nehme ich halt einen, der über 103 liegt. Da würde ich wahrscheinlich in dem Fall nehmen, einen, der hier hinterliegt, da, das wäre ein 105er. Ich versuche mir die für mich nach meinem Erachten wichtigen Chartpunkte rauszusuchen und da lege ich den Chart dann hin, lege ich den Schein hin. Beziehungsweise da ist mein Stopp und dann nehme ich davon, wenn das jetzt also hier die 105 sind, sowas, ne, 105,42, mache ich 2%. Das wären dann die Hunden, weil ich möchte nicht in das Risiko gehen, dass das ein Doppeltop wird und dann absäuft. Das haben wir ja hier zum Beispiel auch gehabt. Hoch hätte ich den am gleichen Niveau gekauft, dann der hätte ja nur eingezahlt, der hätte ja geflucht. Ja. Deswegen nehme ich den höher.
Ich nehme den dann irgendwo hier. Und in diesem Fall ist es so, ich habe die 105, was war das? 105,52. Ich gehe 2% hoch, dann bin ich ungefähr bei 107,5, sagen wir mal 108, und dann nehme ich bei 108 die Basis. Damit ich dann dementsprechend noch genügend Zeit habe, das Aufgeld, das war vorhin diese Geschichte hier, dieses zu retten. Weil das wäre, das fände ich auch doof. Ja, das ist halt so. Dann Aufzeichnung im YouTube. Ja, also Andreas, ich lasse es dich wissen, wo ich das zeige. Kann man das Video denn freisehen? Ich nochmal, Mario, ich muss gucken, wie das jetzt funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich möchte es eigentlich ungern auf YouTube zeigen, aber muss ich schauen. Wonach entscheidest du, ob du einen Schein kaufst? Man kann ja auch nur die reine Aktie mit gewissem Volumen handeln. Achso, also ich unterstelle jetzt mal, dass von den ganzen Zuhörern, die hier sind, die wenigsten die Möglichkeit haben zu sagen, ich finde SAP cool, ich kaufe mal 1.000 Stück. Das wären 100.000 Euro. Ja, aber wenn ich sage, ich kaufe 1.000 Stück mit einer Basis von 95, die steht jetzt momentan, was haben wir jetzt, irgendwie 60 Cent oder sowas, sogar ein bisschen tiefer war die eben, 95, die war doch bei 52 Cent, kann ich ja auch 1.000 kaufen, das sind aber dann nur 500 Euro. Das ist es. Deswegen, ich, die letzten Aktien, die ich gekauft habe, das war einmal Tarte Lifestyle, weil da gibt es Optionen, die gefallen mir aber nicht. Also ist jetzt nicht unbedingt schon jedermanns Sache. Das war Tarte und da war noch irgendwas. Ich glaube Geely. Ja, da habe ich die Aktie genommen. Und keine Optionen. Ansonsten, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Option nehme. Mein Gott, ich bin seit 33 Jahren Optionshändler. Natürlich weiß ich, was Aktien sind. Aber warum soll ich 50.000 Euro in eine Aktienposition reinstecken, die, wenn sie 1% steigt, ich mit einem Hebel von Optionen haben kann, aber ich muss nur 500 oder 1.000 Euro investieren. Ja. Ja, also das, ich werde nie an den Optionen vorbeikommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Aktie handelt, ist sehr gering. So, danke für Ah ja, bleib gesund, ja, das gebe ich mir Mühe. Ich war ja 2 Wochen Quarantäne. Was ein Scheiß, ehrlich. Der Schein von der Serie soll sogar deutlich günstiger sein, weil das Bezugsverhältnis ja nur 1 zu 10 war. Die waren alle 1 zu 10. Die Scheine, die ich eben gezeigt habe. Verlaufshoch, tief, wie weit schaust du zurück? Das sind die 2%. Also da muss man aufpassen. Also der Markus fragt es gerade eben, wie weit schaue ich da also zurück, Verlaufshoch, wie weit schaust du zurück? Ich möchte gerne das letzte Verlaufshoch nehmen. Und wenn das, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Also das wäre ein Verlaufstief. Für einen, der sagt, nee, das ist mir echt zu heiß. Ja, der hebelt ja hier rum, das ist ja verrückt. Deswegen mache ich ja den Mittwochsfilm. Das sind teilweise im Index auch 70er Hebel drin. Der kann natürlich gerne und sollte auch hier drunter gehen. Der kauft sich keinen, was war das jetzt für ein Schein? 95er Schein, sondern einen 89er. Sowas, ganz klar. Das ist, wie frech ihr den Markt behandelt, ja? Wie sehr ihr überzeugt von der Bewegung seid. Ich bin jetzt hier von gar keiner Bewegung überzeugt, deswegen habe ich da auch keine Position. Aber in dem Moment, in dem das Ding hier rüber geht, sehe ich keinen Grund, warum soll ich die hier unten nehmen? Ich nehme den hier unten. Aber das ist Geschmackssache. Jeder hat ein anderes Risikobewusstsein. Das lasse ich jedem selbst. Der Daniel fragt, was ist deine Lieblingsstrategie? Wenn ich eine starke Bewegung erwarte, aber nicht weiß, in welche Richtung. Zum Beispiel die Trump-Wahl 2016 hatte ich, das wird jetzt kompliziert, eine gamma-longe, delta-neutrale Straddle- und Strangle-Position. Das heißt, ich habe sowohl Kaufoptionen als auch Verkaufsoptionen gemacht. Das kann man auch mit K.O.-Schein machen, aber es ist nicht schön. Mit Optionen kann man das machen. Man kauft eine Kaufoption, man kauft eine Verkaufsoption, eine Richtung wird aufgehen. Ich verliere in dem Fall, wenn der Markt sich nicht bewegt, wenn so, also jeder Strangle verliert hier. Aber da wollte ich jetzt da, wenn ich damit anfange, dann sind wir um 3 Uhr morgens noch nicht fertig. Das ist, aber das ist, wenn du schon fragst, meine Lieblingsposition. Long Strangle, Long Straddle und dagegen den sogenannten Delta Hedge. Ja, so mache ich das. 2% vom Schein, nein, 2% von der Aktie. 2% von der Aktie. Das heißt, wenn die Aktie, das fragt der Mario, wenn das hier jetzt 95 ist, dann oder 96,5, dann gehe ich dann nochmal 2% runter. Da muss ich mich stoppen lassen, weil dann dieser Wert hier unterboten ist. So. Eine Erleuchtung habe ich durch dich ein bisschen erhalten. Seither habe ich in der Suchmaske immer nur bei Suchkriterien die Basis und K.O.-Grenze zwischen 35 und 55 eingeben.
Aber jetzt sehe ich die Sache anders. Danke, sehr gerne. So, ist es sinnvoll, K.O.-Scheine länger als über den Tag hinaus zu halten? Haben wir Gaps über Nacht? Immer eine blutige Nase. Gaps gibt es immer. Mind the gap. Das kriegt ihr in jeder U-Bahn in London gesagt. Mind the gap. Ja, das, ja, die gibt es aber auch nach oben. Also von daher, ich nehme an, die Chance, Wahrscheinlichkeit liegt da bei 50-50. Ich verdiene mehr Geld mit Scheinen, wenn ich sie auf, ich versuche das auf 5 Tage zu machen. Ich kriege auch manchmal eins in die Fresse. Also in dem Jahr habe ich SGL, TUI und was war das noch? Accor. Völlig falsch gesehen. Das passiert mir auch. Und dann ist das gebe ich auch ruhig mal zu an dieser Stelle, meine Arroganz, die sagt, das wird schon. Wart mal ab, das wird schon. Weil meistens wird es tatsächlich was. Aber den 3 Dingern habe ich voll eins in die Fresse bekommen. Das passiert mir auch. Aber dafür ist das Risiko dann halt dementsprechend auch kleiner. Also dann, ich verliere dann nicht mein Depot oder so, um Gottes Willen. Ich bin raus. Vielen Dank. Schönes Fest dir auch. Ahoi. Kennst du einen Trick, US-Aktien mit Hebeln zu handeln? Auch die kleineren Werte. Na gut. Es gibt die Optionsscheine. Also die reinen Optionsscheine. Und manchmal gibt es ja, Maximilian, auch K.O.-Scheine, also auch drauf. Also dieses 871M ist irgendwie eine ziemlich blöde Sache. Ja, das muss man einfach wissen. Deswegen, ich klappe da keinen besonderen Trick. Einfach mal gucken, was gibt es für Produkte. Die Indikatoren haben auf den verschiedenen Zeitebenen oftmals gegenläufige Aussagen. Welche Zeitebenen bevorzugst du und warum? Da würdest du jetzt von mir, das kriegst du, Roger, immer die gleiche Antwort, auch in den verschiedenen Webinaren. Die Zeiteinheit, die dir am liebsten zusagst. Es ist vollkommen richtig. Nehmen wir mal den DAX als Beispiel. Das ist nämlich dann, daran verzweifeln viele. Hat zwar jetzt nichts direkt mit K.O.-Scheinen zu tun, aber kann man ruhig mal sagen. Das ist der Tag. Das ist der DAX jetzt. Ja, das ist der Tag. Da sind wir ja eigentlich hier negativ, negativ und so weiter. Der Tag. Okay. Aber dann haben wir jetzt hier mal die 4. Guckt also auf diese Technik. Nur mal auf diese beiden jetzt hier. Ja, wie die stehen. Dann haben wir aber jetzt mal hier die 4 Stunden. Komm her. 4 Stunden dreht wunderbar hoch. MACD wird kürzer. Also 4 Stunden ist positiv. Auf 4 Stunden Sicht, eine Kerze 4 Stunden, wäre der Markt positiv. Ich bin gespannt nach dem Lockdown. So, aber jetzt haben wir die Stunde. Ich benutze, da musst du mal gucken, mittwochs mache ich immer den Film. Da gehe ich immer ganz genau, also auf den DAX-Film, gehe ich immer ganz genau drauf ein. Hier gab es ein wunderschönes Kaufsignal. Das war hier, also da unten, zack, bin ich hier. Hast du da gekauft, ja? Da konntest du mal locker 100 Punkte oder sowas mitnehmen. Das geht schon. Es ist die Frage, bin ich handelsgeil? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist so, will ich mehr handeln oder sage ich mir, nee, ich habe, angenommen, das wäre jetzt hier der Tag, ich habe hier ein schönes Kaufsignal, ich will das mal laufen lassen oder ich will das mal laufen lassen oder ich bin short, ich will das mal laufen lassen. Die Zeiteinheit festzulegen ist eine höchst eigene Sache. Ich warne nur dringend davor, wenn man sich für eine festgelegt hat, dann mal immer mit den Analysen zwischen den anderen hin und her zu springen, da werdet ihr verwirrt. Das geht in die Hose, Roger. Da musst du höllisch aufpassen. Achtest du auf die Indikatoren, bist du hastig in der CD, wenn du einen Schein startest? Klar, logisch, ja. Wenn ich ein Kaufsignal bekomme, das war, was hatte ich denn da? Ich hatte das habe ich doch am Freitag gehandelt irgendwo. Richtig, ja, genau. Ich habe in dem Film gesagt, wenn wir unter die 13.160 gehen, dann muss man davon ausgehen, dass die 13.000 auch da steigt. Ich habe nicht die 13.008 gekauft. Bei mir war das die 13.000, ich glaube 43 habe ich dann gekauft. Irgendwo da. Aber jetzt dann nicht auf Basis von den 60 Minuten. Da war der Chart die Mutter des Gedanken. Also da habe ich gedacht, okay, 13.000 Schein zu halten. Ja. Dann wollte ich aber nicht, weil der kann, das ist, müsst ihr mal bei euch fühlen. Wenn ihr seht, dass der Markt hier so runtergeht, ja, dann, oh, das kann doch nicht sein, der geht ja noch weiter runter, ich traue mich nicht zu kaufen, der wird bestimmt noch weitergehen. Wenn die Angst bei euch, achtet mal drauf, so groß ist, dann ist meistens der Punkt der Wende erreicht. Das ist ganz, ganz häufig so. Das ist ein Phänomen. Ja, ich liebe das. Ja. Das ist dann, ja, das ist wie eine Kneipenschlägerei. Ja. Wenn ihr nicht wisst, wann geht denn das jetzt los? Ja. Und langsam sammelt sich das Adrenalin. Ja. Und irgendwann geht es dann halt mal los, also muss ich das sagen. Und wenn hier die Angst am größten ist, und dann steht so eine Kerze, das ist ein Hammer, bumm, aus, ja, dann ist das gut. Ja, und dann kann man es probieren. Dann gucke ich trotzdem noch, wie sieht es hier aus, war positiv. Wie sieht es hier aus, lang, kurz, kurz, war positiv, also hier auch. Da sprach alles dafür, aber mein Stop ist sofort hier drunter.
da zicke ich nicht rum, das sind 25 Punkte und dann sage ich halt, okay, was bin ich bereit zu setzen? 50, 100, 1000, 10.000, das müsst ihr selbst für euch entscheiden. So mache ich das. Wie erhalte ich deine täglichen, mittwöchlichen, ja, YouTube. Und jetzt gegen YouTube, Christian Schlegel, das weißt du doch. Das sind aber auch die Dinger, die ich im Facebook reinstelle. Da sind die. Die täglichen, ja, genau. So, für die Bayer hattest du, glaube ich, auch mal so etwas durchgedacht. Vielleicht kannst du das dann nochmal bei einer anderen Gelegenheit erörtern. Wird doch etwas viel. Das muss ich erstmal alles nacharbeiten. Ich weiß nicht genau, was du meinst. In Bayer war das also, da bin ich sehr stolz drauf, das muss ich schon sagen, 60 Minuten, eine Stunde. Die habe ich à la point erwischt. So, und jetzt ist es hier, komm her, boah, guckst du hier. So, ich habe neulich so gelacht, auf YouTube haben sie gerätselt, ob ich Hesse bin oder was auch immer, weil ich kann verschiedene Dialekte, ich spreche auch eine ganze Menge Sprachen und Satz, ich bin Offenbäsche. Alle Offenbäsche sind Verbrecher, denn sie glauben Arschbäsche. Ich bin gebürtiger Offenbächer, aber ich war da nur 24 Stunden beim Leben. Ich schwöre es, ja, ich bin im Taunus aufgewachsen. Das war Bayer. Eine Kerze, ein Tag, ja, und da konnte man, den konnte man hier, wenn du, den haben sie jetzt lang gezogen, genau. Ich habe den hier gezogen, Moment, jetzt mal. Nee, hier, dann ging sie dann hoch und dann ging sie runter. Genau, ich habe den irgendwann dann hier entdeckt. Ich habe diese beiden zusammengelegt, ich habe diese beiden zusammengelegt. Was man macht ist, man nimmt den höchsten Kurs, man nimmt den zweithöchsten Kurs und dann nimmt man dazwischen den tiefsten Kurs. Und dadurch bekommt man einen Kanal. Dieser Kanal hat sich perfekt da angelegt. Das ist sagenhaft hier, hier, da. So, und dann ging er runter bis auf 40. Der hat es auf den Punkt erwischt, die Sau. Und das war ein, was war das? Das war, glaube ich, ein 38er Schein oder sowas, ja. Das war cool. Das war, da war aber auch der Hintergrund der Gedanke, dass, also irgendwann muss man Santo mal drin sein. Ja. So hatte ich das. Woher weißt du dann, dass der Schein 2% von der Aktie hat? Ach so, na gut, wenn die Aktie, ich habe ja vorher das Aufgeld ausgerechnet. Machen wir mal das positive Beispiel. Das fragt jetzt gerade der Mario. Moment, machen wir diese Geschichte jetzt einmal. Wenn jetzt die Aktie, sagen wir mal, 5% steigt, ich hole das hier mal in die Mitte rein. Also sagen wir mal von mir aus auf 11,50, 50 Cent. Dann ist dieser Schein hier mindestens 50 Cent höher. Also 1,55 Euro. Er wird ein bisschen was hiervon verlieren. 1,54 Euro. Aber dann, wenn das mein Ziel ist, weil wir sind vielleicht hier an so einer Linie angekommen, dann gehe ich sogar runter und nehme den Schein nicht auf 1,54 oder 1,55, was er theoretisch ist, sondern ich nehme auf 1,53, weil sie auf jeden Fall verkaufen. Also das ist eine Geschichte, die kannst du, Mario, ausrechnen über das, wie ist heute das Aufgeld, und wenn es nicht außergewöhnlich hoch ist, kannst du das relativ schnell damit rechnen. Ja, das Aufgeld bleibt ähnlich. Wie gesagt, je weiter die Aktie steigt, desto geringer wird es hier. Je weiter die Achse fällt, desto höher wird es hier. So würde ich das sagen. Dann kann jeder die reinen Aktienoptionen kaufen bei Standard Bank und Flatex. Also ja, ich weiß, man kann, also bei Flatex weiß ich das nicht, aber man kann bei Consors, macht man so ein sogenanntes Eurex-Konto auf, da kann man auch die normalen Optionen handeln. Aber das ist nicht jedermanns Sache, Markus. Optionen sind schwierig. Ja, ich sag nur Optionskriechen, Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho. Das ist schwierig. Welchen Broker kann ich die K.O.-Scheine am besten handeln? Das, ich bin bei IG Markets, komme ich auf Volksbank, danke für die Antwort. Tja. Also, da bei IG Markets weiß ich gar nicht, ob das da geht. Volksbank, keine Ahnung. Also von den dreien würde ich sagen, wahrscheinlich kommen direkt. Jeder Broker hat seine Vor- und Nachteile. Also ich habe auch ein Konto, zum Beispiel bei Consorsbank, ja. Die sind nicht billig. Ja, also ich will jetzt für die wirklich keine Werbung machen, bitte, das ist nicht meine Aufgabe. Die sind nicht billig, aber auch wenn es da Probleme gab, wurden die gelöst. Also deswegen, ich bin da jetzt schon seit, was weiß ich, 25 Jahren. Ich werde auch mal irgendwann ändern. Was ich aber sagen kann, billig ist nicht unbedingt gleich gut. Das will ich nicht mehr so. Ja, ich kann auch beim Metzger billigeren Schinken kaufen. Ob der so gut schmeckt wie der teurere beim anderen Metzger, weiß ich nicht. Aber das möchte ich nicht beurteilen. Kann man bei jeder Bank alle Scheine handeln? Ich denke schon. Bin mir nicht ganz sicher. Also ich weiß, bei manchen Banken kann man die amerikanischen Scheine nicht handeln. Das weiß ich nicht, Daniela. Kann ich nicht sagen. Kann ich echt nicht sagen. So, die Strategie, Call und Put. Dann einen erfolgreichen laufen lassen. Ja.
Das kann man machen. Cornbutt, das ist ein, also beides long, ist ein, entweder ein Straddle, wenn er die gleiche Basis hat. Also zum Beispiel bei Bayer wäre normalen Optionen, die Bayer steht bei 46,57, wäre ein Straddle, ein Call und Put mit der Basis 46,5. So wäre das. Ein Strangle ist einer, da ist der Call die 47 und der Put die 46. Ja, kann man machen, ganz klar. Ist halt nur schwierig mit den K.O.-Scheinen. So. Hättest du mal Lust, ein Seminar nur über Strategien zu halten, was das Betriebsgeheimnis? Ich habe ein gutes Verständnis von K.O.-Scheinen, aber bin auf der Suche nach guten Strategien. Hast du einen Tipp, wo ich welche lernen kann? Bücher, Seminare, bestimmte Online-Videos? Okay. Da, Daniel, schreib mir mal eine Mail. Also ich mache darüber kein Webinar, weil das ist so anstrengend, ja, den Leuten die Optionsscheine darzustellen, darüber ein Webinar. Ich weiß, an der deutschen Börse gibt es jetzt über die Capital Markets Academy. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wer das macht. Ja, also da mussten wir mal schreiben mit Büchern, da muss man gucken, da habe ich ein paar, glaube ich. Nicht auf das Aufgeld von Noggen, aber mit den 2%. Nicht auf. Mario, ich verstehe die Frage nicht richtig. Die 2%, die habe ich nur gesagt, wenn es also eine normale Aktie ist. Das heißt, wenn ich einen K.O.-Schein suche, dann nehme ich halt den Punkt, den ich finde, durch den Chart. Jetzt in unserem Beispiel SAP waren das ja die 96, 96,5, glaube ich, war das, oder? Wo ist der hier? 97,35. Und da sage ich, bei SAP halte ich es momentan vertretbar, 2%, da sind wir also bei 2 €. Man kann auch 3 nehmen. Da musst du ja einfach, also bei Tesla würde ich mehr machen, bei Telekom mache ich auch nur 1,5 oder 2. Bei Bayer würde ich 2 machen. Ich gucke gerade eben bei einer, ja, jetzt zum Beispiel die E.ON, ja, die war in letzter Zeit, na, ich möchte mal sagen, innerhalb des 1,5 bis 2% Bereichs, anscheinend geht es jetzt ein bisschen mehr. Da musst du dir einfach mal das letzte halbe Jahr anschauen, wie hat die sich bewegt und auch bitte mal schauen, über was hat die für Termine vor sich. So, AIG hat seine eigenen Turbos, aber muss dort nicht Kunde sein. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wer die für, das sind so Plain Vanilla Optionen, ich weiß jetzt gar nicht, wer die für AIG macht. Ich, keine Ahnung, weiß nicht, ich nehme an, irgendwie so Comdirect oder sowas. Welchen Broker würdest du, ich empfehle überhaupt keinen. Ich bin nicht dafür da, einen Broker zu empfehlen. Mache ich nicht. Das müsst ihr selbst rausfinden. Da gibt es die diversen Tests. Also ich mache keinen. Das mache ich nicht. Also auf das Glatteis begebe ich mich nicht. Ja. Ich habe mal gesagt bei irgendeinem Webinar, der Emittent ist schlecht. Der hat am nächsten Tag gleich die Anwälte vor der Tür. Oh, das war kitzlig. Ja, war nicht schön. Deswegen da bin ich förderlich. Würdest du Scheine auf US-Aktien auch erst nach US-Börsenstart kaufen? Ja, der Hintergrund ist der. Also so ab 15 Uhr wird es interessant, aber bis 15 Uhr sind meistens die Spreads, also zwischen Geld und Briefkurs, sehr weit. Ja, es sei denn, es ist ein Ding, was hier auch in Europa gehandelt wird, wo man es einigermaßen ablesen kann. Aber zum Beispiel, nehmen wir mal eine Tat, ja, die werden also in Europa, werden die zwar gehandelt, aber eher weniger, aber ab 15:30 geht da drüben der Box der Papst im Kettenhemd. Ja, da geht es richtig ab was habe ich denn hier für eine Aktie? Was war denn das noch? Die ganzen Kiefer-Aktien. Ja? Das, ich meine, das ist ja ab 15:30 fangen die an zu leben. Ja, also das ist vielleicht ist Elon Musk dabei, weiß ich. Werden die Preise noch als kontinuierlich ermittelt? Ja. Oder gibt es Zeitpunkte, an denen sie ermittelt werden, beziehungsweise was bedeutet es, wenn meine Hausbank beispielsweise 14 Preisfeststellungen angibt? Das ist der Zeitraum, meinetwegen von 9 Uhr bis, keine Ahnung, bis 10 Uhr oder 11 Uhr, dann sind das 14 Preisfeststellungen. Da wurden 14 Preise festgestellt. Es kann also auch sein, dass man, ja, eben bei so Sachen wie den Kifferaktien, dass da mal stundenlang kein Preis ist in der Option. Das ist das, Thomas. Würdest du einen Schein zurzeit legen, wenn du fest der Meinung bist, dass spätestens im April der DAX und der Dow einen 50-prozentigen Crash hinlegen? Dann würde ich das, ja, das Problem ist, also angenommen, nehmen wir mal den DAX. Achso, du wolltest nächstes Mal DAX? Ah, dann machen wir den DAX, okay. Nee, machen wir den Dow, das soll mal was anderes haben. Dow, der ist hier unten. Dow, ja. Also die Frage ist, wie würdest du einen Schein zurzeit legen, wenn du fest der Meinung bist, dass spätestens im April der DAX und der Dow einen 50-prozentigen Crash hinlegt? So, das ist der Dow. Eine Kerze, ein Tag. Wir haben hier das All-Time-High. Das war bei 30.314. Ja? Wenn das so ist,
Ich weiß nicht, ob der Freund noch weitergeht nach oben oder unten. Ich habe keine Ahnung, was der Trump da noch für Zeug macht. Das ist das ganz große Problem. Ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Order zehnteln würde. Und dann würde ich wahrscheinlich einen nehmen, der noch mal hier oben drüber liegt. Irgendwo so bei vielleicht 34.000. Da würde ich aber nur 10% kaufen. In 2 Wochen schauen, wie der sich irgendwie technisch, im Moment sieht er kurzfristig, sieht er nicht so gut aus. Er fällt hier. Vielleicht würde ich da sogar tiefer gehen oder ich würde es über einen Optionsschein machen. Dieser Optionsschein, also der echte Optionsschein, ein Put, muss allerdings eine Laufzeit haben von mindestens einem Jahr. Weil, wenn du heute welche kaufst, die nur bis zum April gehen, dann sind die im April, die sind tot. Ja, dann läuft alles gegen dich. Der Zeitwertverfall, die Zinsen, das ist alles. Und wahrscheinlich auch die Volatilität, das ist alles. Da würde ich also mindestens einen nehmen, der eine Laufzeit hat von, ja, also mindestens von jetzt an 9 Monate, eher 12 Monate. So würde ich das machen und einfach warten. Bin mal gespannt, Jochen. Mal schauen, mal gucken. Was ist das hier? Wegen Kauschein. Okay. Ich habe gut überzogen. Naja gut, ich habe ja gesagt, also Andreas, der Andreas ist mein Mitadmin bei Finanzen.net, also bei DAX-Hörer von Finanzen.net. Und das ist immer so meine gute Seele. Der überprüft immer meine Scheine, wenn ich da mal einen Tippfehler reinmache oder so. Macht das sehr gut. Tatsächlich, ich habe überzogen, aber die meisten Leute sind noch drin. Also ich würde jetzt auch, wir haben 18:54 Uhr, ich denke auch an den armen Jan Kringel, der will mit seiner Frau bestimmt noch irgendwie was essen, dass wir langsam hier die Geschichte jetzt immer aufheben. Und würde ich sagen, wenn du am besten einfach den Praxis zu einfach wie du das selber handelst und Thematik wirklich hast. Okay, also ich mache ja ab und zu Webinare, mache ich ja, sei es mal für die Börse oder ich mache ab und zu diese Schulungen. Ich habe viele Schüler, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, warum, wann, wo, wie ich in welchen Wert reingehe, das kann ich nicht umsonst hier einstellen. Das war jetzt mir wirklich nur ein Bedürfnis, weil so viele Fragen kommen und ich einfach so viel Zeit verliere, damit die zu beantworten. Deswegen, ich hoffe, das hat euch jetzt hier einiges gebracht. Das nehmt ihr mit. Wir sehen uns bestimmt im Chat oder auf YouTube, da kommen ja auch wieder Filme rein. Ich wünsche euch nur ein Happy Trading und fette Beute. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Also ich darf jetzt an Weihnachten, so wie es aussieht, nicht zu meiner Familie da hoch nach Frankfurt. Ist auch sehr traurig, das Silvester fällt aus. Ja gut, man sollte sich vielleicht mal die Aktie von Pernod Ricard anschauen, ja, weil also da kaufe ich mir bestimmt auch noch eine Flasche Pastis, ja, und da bin ich nicht der Einzige, weil so als Idee. Ja Leute, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich glaube jetzt hier steht überall nur Danke, da ist keine Frage mehr dabei, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mehr drauf ein. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß, eine tolle Zeit, bleibt gesund und irgendwann mache ich sowas wieder. Also ich mache jetzt die Mühle hier aus, jetzt muss ich nur schauen, wie ich das mache. Ich wünsche euch alles Gute. Bildschirmübertragung beenden. Ja. Jan Kringel, bist du da? Ich weiß nicht, wie ich das hier stoppe. Hauptbildschirm wird übertragen, Ja, übertragen. du musst im Prinzip oben rechts nur das X drücken und dann fragt, ob du das Webinar für alle beenden möchtest Ich und dann habe kannst du das tun. kein X. Also, weil ich bin Mac. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das was bringt. Ah, okay. Ja. Zeichnung. Hier steht Aufzeichnung.